Sven! Ja, bitte, hier ist einer. Sven! Sie aber haben ein Video mit den Kauten. Sie haben eine Lüge mit den Kauten. Sie Wieso werde ich eigentlich nicht um Hilfe gerufen? Hallo. Das ist super. Guten Tag. Wir sind. Ich glaube, wir sind jetzt live. Ich würde jetzt sagen, wir sind live. Ja, wir sind live. Also wir sind live. Live. Ja, Wahnsinn. Ja. Warte, dann gehe ich auch live. Dass ich das noch erleben durfte. Ja, hallo. Liebe Freunde und Freundinnen, die Grid hat leider, der Rechner sozusagen abgeraucht und dann ist die Grid abgeraucht. Ja. Ich glaube, die installiert gerade Windows neu. Es ist ganz traurig. Die Anna ist also, eigentlich war die Anna als Bonusgast und Ergänzung gesehen und jetzt muss die Anna halt die Frauenquote hochhalten. Ja. Oh, ich bin so anstrengend alleine. Ach. Gut, dass ich so stark bin. Genau. Und was war der magische Rauch nicht einzufangen? Ich glaube, den Gag habe ich nicht verstanden. Ach, Grit schreibt sie, ich rauche jetzt im Chat. Nein. Also. Ja. Ja, ist, Grit, das ist aber lieb, schön, dass du trotzdem dabei bist. Wir werden alle 15 Minuten eine Grit-Andacht-Sekunde halten. Ne, wir können ja immer so ein Feuerwerk machen. Ja, so wir machen ein Grit-Feuerwerk. Das ist eine gute Idee. Ich mache nochmal eins. Ja. Moment. Dazu muss ich diese Kanonenkugel entladen. Übrigens, also wer jetzt so einen 200-Zoll-Monitor oder 300-Zoll-Monitor hat, der kann Tommys Spiel auch sehen. Ich glaube, alles unter 200 Zoll ist schwer erkennbar, aber also wer jetzt ins Stadion geht oder so, könnte das... Das ist ja nur Svens Neid, weil Sven das sich nicht ausgedacht hat. Das genau, liebe... Liebe ZuseherInnen, ich werde jetzt das Krakenschlechter-Feuerwerk in den sonnigen Himmel schießen, eingedenk der Grit. Da kommt es. Und wer ein richtiges Leuchtfeuer sehen will, guckt bei mir. Ja. So, man sieht nichts, weil es nämlich Tag ist. Ich dachte, das ist ein Leuchtfeuer nur. Das ja, das ich habe gerade gesehen, dass ich ein Leuchtfeuer nur raushaue, ja. Aber das hält halt länger als so ein Feuerwerk. Ne? So ein Feuerwerk ist ja nur plump. Du meinst, es sollte einfach lange brennen. Ja. Genau, es ist ein Gedenkbrennen an Grit. Ja, aber also wir haben ja auch übrigens ein Gedenk-Grebo. Grebo und Grit, das ist ja fast dieselbe, dasselbe Wort. Ne? Jetzt verstehe ich das. Mit danke fürs Erklären des magischen Rauches. Wo fahren wir jetzt gerade eigentlich hin? Ist das, Anna, ist das bei euch auch Tradition, dass ihr auch immer die Tiere zuerst rausschießt? Also zuerst nicht, aber man kann das bei mir mit Kanalpunkten kaufen. Okay. Ja, ist auch eine schlechte, gell? Aber ich schicke, das ist dann hier der Mückenstrauch. Wahnsinn. Wo seid ihr denn? Wir müssen ja erstmal wissen, wo ihr seid. Das Problem ist, ich würde dir total gerne sagen, wo wir sind. Nur die zwei Nasen hier, die zwei sind losgefahren. Das heißt, das, wo wir sind, ändert sich jetzt sekündlich. Also übrigens, wir sehen einen Reaper. Ich passe nur auf, dass wir nirgendwo dagegen fahren. Also wir sind gerade auf Q16 und steuern jetzt auf Q15 zu. Und das heißt, wir fahren in den Norden der Karte. Ah, okay, ihr fahrt auf Q15. Das heißt, ihr fahrt jetzt in Richtung der... Oh, da war doch gerade noch eine... Und direkt vor uns ist ein sehr großes Schiff. Ja, das hat uns versenkt gerade. Das ist ein Reaper 5. Was? Echt? Ja. Nein, ja. Das ist, nee, das ist ein Pirat, also so ein NPC-Schiff. Gut. Und das werden wir jetzt versenken, Freunde. Jawohl. Also gut, wie soll ich es ausdrücken? Während ihr an dem einen Ende der Karte seid, sind wir an dem anderen Ende der Karte. Ja, dann kommt doch mal zu uns, wir rauben und morden uns langsam zu euch durch. Du meinst, wir lassen uns rauben und morden und... Richtig, und Quatsch. Eine kleine Information noch, bevor ich an Captain Holm abgebe. Hier an dem Mast, Alexander, ist eine Kiste mit Kanonenkugeln. Ich stehe neben dir und sehe die Kiste. Okay, gut, fein. Siehst du auch das Schiff vor uns? Nö. Weil ich jetzt die Augen zugemacht habe, weil ich Angst habe. Ach so. So, also Holm. Da ist ein Schiff vor uns und irgendwas leuchtet grün. Aber ja, genau. Das Schiff müssen wir jetzt besiegen und du musst uns sagen, was wir tun sollen. Ja, und dann Backbordseite, Geschütze besetzen und Feuer. Jawohl. Ja. Na also. Müssen wir helfen?
Ja, wir, sind, wir sind ja nur zu zweit. Okay. Steuerst du gerne? Die Brick nicht so unbedingt, aber kann ich machen. Das wäre super. Alexa angrillen. Alexa angrillen? Ja, das ist mein Timer. Ich habe gerade Hühnchen auf dem Herd gelegt. Aber du an mit meiner Frau. Ja, genau. Aha. Ich würde mal wir gucken. Sind, glaub ich gerade getroffen worden, Tommy. Ich gehe mal reparieren. Ja, okay. Ja, ja, aber einer sollte vielleicht. Genau. Sven, du musst mir sagen, wohin wir fahren. Ja, wir fahren jetzt erstmal so ein bisschen. Hab gar kein Holz. Ich würde mal sagen, so. Eigentlich so wie wir gerade fahren, ist, glaube ich, ganz gut südöstlich. Okay. Dass wir einfach mal so in die Richtung fahren. Ich vermute aber, die werden eh bald versenkt. Ja, also von daher. Wir werden bald versenkt. Ah, ich glaube, wir sollten jetzt erstmal schippen, Tommy. Ja, ja, okay. Ja. Oh, da ist ja auch ein Schiff. Was ist das denn? Wir haben Schwierigkeiten. Ah, das ist ein geiles. Ja, also, wir nehmen Wasser. Ich schöpfe, du oder du reparierst. Ich schöpfe. Nee, ich schöpfe jetzt, du reparierst. Ja. Na gut. Gut. Ich habe kein Holz. Du hast ich habe Holz. Ja, okay. Das bräuchte ich gut. Profis am Berg. Deshalb habt ihr eingeschaltet. Wieder Alexa angrillen. Lass doch meine Frau mal in Ruhe. Ja, wenn du jetzt nicht mehr endlich anfängst zu grillen. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich kann doch nicht sein. Das ist ja. Ich vermisse die. Wie geht's dir? So, gut. Ja, alles gut. Weiter geht's. Weiter geht's? Okay. Ja. Anna, ja, du musst dir das wieder nochmal bewusst sein. Tommy wird immer sehr hektisch. Ich schau, glaube ich, gerade nochmal Witcher. Wir müssen, glaube ich, ja jetzt ein bisschen nach rechts fahren. Also an eine Insel, nach rechts. Fahren wir nicht irgendwo hin vielleicht? Genau, super. Ja, da ist jetzt nochmal vorbei. Sehr schön. Trifft uns gleich wieder? Nee, doch nicht. Ja, so gut. Aber ihr habt getroffen. Super. Jetzt hat er uns getroffen. Tommy, willst du reparieren? Ich hab gerade einen Lauf. Ich auch. Dann muss... Jetzt nicht mehr. Ich geh schippen. Nee. Ja. Ja. Einer muss schippen, einer muss reparieren. Ich gehe reparieren. Ich übertöne mal alle. Ah, fuck, ich wurde von Bord geschossen. Das ist schlecht, ich kann schöppen. Aber schöppen ich wegfahren, reparieren. Ich wegfahren. Okay, okay. Ach, der, okay. Der hat unseren Anker abgedingst. Ach du Scheiße. Er hat uns geankert. Okay. Vielleicht kannst du reparieren, Holm. Aber wir werden, ja, glaube ich, gleich jetzt. Ich versuch's, ja, Moment. Ich glaube, wir werden gleich gerammt. Ich werde jetzt versuchen, trotzdem weiter zu schießen. Okay, ja, ich werde versuchen zu reparieren, oder ich bin am Reparieren. Jetzt ist er. So, hat sich so gut vor uns gestellt. Sven, wie sind unsere Koordinaten bislang? Ich bin auch gleich tot, stelle ich nebenbei fest. Ich muss noch was essen, glaube ich. Nicht so richtig gut, wenn ich dann alleine an Bord bin. Ja, ich esse jetzt, glaube ich, gleich mal was. Ich helfe mal kurz beim Schleppen, aber ich muss jetzt erst was essen. Wir werden schon wieder getroffen, wenn ich das richtig sehe. Ja, ja, ohne Ende. Das war eine ganz brillante Idee, den anzugreifen, glaube ich. Was, ihr habt einen Hyper 5 angegriffen? Ja. Okay. Weil Tommy gesagt hat, das ist ein ganz normales Schiff. Lass mal was angreifen. Ach so, und die Insel schießt auch auf uns. Naja. Ja, das ist super, Tommy. Super, danke. Ich habe alles repariert. Ja, das macht aber nichts, weil wir fahren gleich auch noch auf den Felsen, ja. Wir fahren auf einen Felsen! Ja, ich kann nicht steuern. Ich kann nicht steuern. Ich kann auch nicht. Warum bist du so leise mit einem Maisfan? Im Chat wurde mir gesagt, ich bin zu laut. Nein, ja, jetzt bist du kaum mehr zu hören gerade. Jetzt bist du leise. Oh, da kommen sehr viele Kanonen geflogen. Okay, ihr seid nicht beim Reaper-Hideout. Weil ja, ihr aber da so ist doch der Reaper. Warte, Sven, warte, ich guck nach, wo wir sind. Dann gehen wir zwar unter, aber dann wissen wir, wo wir untergegangen sind. Das ist super. Halte ich für eine sehr simple Idee. Ja. Also wir sind im Moment in einem Sturm. Ich versuche in dem Sturm einigermaßen Kurs zu halten, sodass wir irgendwo gegenfahren. Aber mehr kann ich fahr wieder zu dem Schiff zurück, bitte. Nein. Ich schöpfe. Tommy, nein. Ich sehe kein Schiff. Ach, da hinten. Ja, da ist doch die Insel, die auf uns schießt. Ja, vermeidet die Insel, fahr zum Schiff. Ja. Gut, fahr mal ein bisschen mehr nach Osten. Fahr mal ein bisschen mehr nach Osten. So, dass wir Anna? Mehr in Südosten. Ja, ich soll mehr nach Osten fahren? Ja. Nein. Okay. Ich wollte nur fragen, bist du immer noch glücklich, dass du heute gesagt hast, du machst hier mit? Das ist ja nicht mein Schiff. Ah ja, stimmt, hast recht.
Wären wir mit der Maus von Lipwig unterwegs? Ja, dann. Alexander? Ja, Tommy? Du hast gerade mir das Wasser ins Gesicht meiner Figur geschüttet und es ist wieder im Schiff gelandet. Könntest du vielleicht an mir vorbeischöppen? Wäre das machbar? Kannst du einfach dein Gesicht nicht in mein Wasser halten? Ah, das war der Fehler. Also, dass wir übrigens mal einen Kampf gewinnen, weil da ist der Felsen. Ja, also dass wir übrigens mal einen Kampf gewinnen oder so, das findet ja eigentlich auch nicht statt. Wir hätten uns jetzt von diesem irre brutalen Schiff wegmanövriert. Ich kann da wieder hinfahren, aber... Natürlich. Ja, lass mal erstmal Schiff reparieren und das war's. Ich hab doch alles repariert. Ich warte jetzt erstmal, bis Mutti kommt, ja? Ja. wo seid ihr denn überhaupt jetzt gerade? Im Wasser. Oh, also wenn du ein bisschen drehen würdest, könnte er nicht auf uns schießen, wir aber auf ihn. Was? Da ist ein Felsen. Achso, ja, dann nicht. Okay, ich weiß ungefähr, wo sie sind. Wir fahren mal mehr Richtung Gewitter. Also noch so ein minimal... Gewitter ist gut. So ein Gewitter bisschen mehr nach Osten. Ist genau Südosten da, wo wir eben waren, ja. Genau, also ich sehe bei Tommy gerade, dass sie im Gewitter sind. Und wenn du ein bisschen drehen würdest... Ist immer noch Wasser an Bord. Wohin? Steuerbord oder nach Steuerbord. Ein bisschen nach Steuerbord nur. Ja. Ein wenig. Steuerbord? Ach, sag das doch gleich. Ich dachte nach Backbord. Nein, nach Steuerbord. Nein, nach Steuerbord. Ach da, jetzt sehe ich ihn auch, ja. Ja, er schießt ja auch auf uns. Das muss ja auch irgendwie... Und jedes Mal sage ich wieder, ja, ich bin nicht. Ich hab getroffen. Ja, noch ein bisschen mehr nach Osten. Noch ein bisschen mehr nach Osten. Ich hab getroffen. Ich hab keine getroffenen mehr. Dass die dauernd getroffen werden. Ich hab auch getroffen. Mehr. Ich hab getroffen. Ja. Anna, fährst du noch mal ein bisschen mehr nach Osten, so Richtung Gewitter? Darüber? Getroffen. Aber die sind doch im Westen. Nee, die müssen eigentlich am Gewitter sein. Jetzt könntest du ein bisschen eindrehen, Holm. Bei Tommy hat es gerade die ganze Zeit geregnet. Dieser Felsen wieder. Ah, okay. Gut, dann folgt uns der Felsen. Der Reaper ist Das ist ein anderer Felsen. Aber nee, der Reaper ist im Westen, aber die sind nicht beim Reaper. Die können ein Reaper-Schiff nicht von einem Geisterschiff erkennen. Unterscheiden. Das ist. Ja, die sind ein bisschen... Ihr habt euch mit Skellies angelegt. Ja, das können die nicht so... Mit was haben wir? Wer haben genau. Wasser? Ja. Es blöd halt, dass das gegen den Wind ist. Ja, das ist korrekt. Anna, du zerrst übrigens ein wenig in deinem Mikrofönchen. Moment. Ich weiß aber nicht, wo der... Falls ihr zufällig noch seht, wo unser Zielschild ist, dann... Besser? Ich glaube, ja. Wird ein bisschen besser, ja. Einmal nochmal rum, blöd. Bla 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 bla. Es ist besser. Ja. Es ist besser, aber noch nicht ganz weg. Okay. Alexander, siehst du das Schiff, das wir angreifen wollen? Ich bin gerade auf dem Weg ins Krähennest, um mich umzusehen. Das ist gut, weil ich sehe es aktuell nicht. Okay, dann muss ich glaube, es ist nicht. Vielleicht ist es tatsächlich gesunken. Freunde, es ist gesunken. Wir sind dran vorbeigefahren, es ist gesunken. So dann dreh doch mal einfach eine Runde. Dann fahren wir jetzt in kreisförmigen Bewegungen, weil dann, wenn es gesunken ist, müssen wir ja Loot haben. Also ich sehe dort Vögel. Da hinten ist wieder die Insel, die auf uns geschossen hat. Da will ich nicht wieder hin. Also. Aber da müssen Ja, also so ganz dahin. Weil jetzt fahren wir schon wieder ins Unwetter rein und versenkt haben wir es außerhalb des Unwetters. Also. Ja, wo waren wir? Es müsste doch irgendwo sein. Also entweder wir haben es versenkt. Also wir haben es kurz vor der Spitzeninsel an Steuerbordseite. Und wenn es nicht mehr ist, müsste ja irgendwo das sein, was an Bord war. Dann müsste jetzt das Hund langsam auftauchen. Denn wir haben dem ganz schön einen mitgegeben, möchte ich mal sagen. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass wir es versenkt haben, wenn es nicht mehr da ist. Also, das bedeutet eigentlich, also das Schiff da ist gegen die Wand gefahren und untergegangen. Wir fuhren direkt auf diesen spitzen Felsen vor uns zu. Ja, halt mal so ein bisschen Kurs. Mal, also schau mal da, Backbord von uns sind Vögel, die über irgendetwas kreisen. Also normalerweise ist das in dem Spielcode. Spielcode nicht drin, aber die Skelette können sich auch kaputt lachen und dann einfach runtergehen. Das echt jetzt? Ist dann wahrscheinlich passiert, ja. Du glaubst uns einfach nicht, dass wir die tatsächlich versenkt haben. Kann das sein? Ja, das ist nämlich das Gemeine an dem. Das fällt mir nach eurem Dialog. Alexander, sag mir mal ein bisschen, wo ich hinsteuern soll. Ich meine, ich bin jetzt in der Richtung auf die Flügel. Außerdem wollen wir einen Schatz, wenn ihr das Ja, die. Das sieht gut aus, wobei ein bisschen mehr noch nach Backbord. Okay, gut. Ein Tuck, ein Hauch. Ein Hauch, ja, okay. Ja, ich kann die Vögel nicht sehen. Das ist da ist was im Wasser, definitiv. Ja, da ist es. Halt an! Ja, halt an! Oh mein Gott, halt an!
es glänzt und flackert und fluckert. Es ist gar wunderschön anzusehen. Seht doch nur. Wo? Hinter uns. Ach, da hinten. Alles voll. Ach, da. Ja. Ja. Okay, also schwimmen wir umdrehen? Oder? Nee, ja, umdrehen. Ja, wir drehen uns. Wann seid ihr denn da, Anna und Seven? Ja, wir sind gerade so in Richtung... Wir sind Richtung Gewitter unterwegs. Ja, wir sind Richtung Gewitter. Ja. Warte. Ich kann das nicht, ich bin dazu doof. Was? Ist okay. Wir alle lernen dazu. Ich kenne mich mit der Karte nicht aus. Ich kann hier nur steuern oder sowas. Ich gehe schon. Also, wir sind im 15R. 15R. Ja. Okay, ja, das haben wir gleich. Dann müssen wir ein bisschen mehr nach Osten. Ich werde mal ein bisschen die Regel seffen. Ja. Dann haben wir. Ach, hinten ist ja schon. Dann nicht so durchheizen. Wo ist denn. Die sind ja schon beide, oder? Nicht blind. Ein bisschen, ja. Der Pinselberg hat auch schon was gemacht. Ich habe die schon hochgezogen, aber nein. Was? Okay. Nieselback, dann mach du doch mal die, sag mal, wo es lang geht. So, jetzt geradeaus. Ja, ich seh's. Okay, ja, jetzt sehe ich, jetzt ist ja kein Segel mehr da. Okay, wenn du jetzt wieder Segel setzt, sehe ich es natürlich wieder nicht. Also. Ich setz es doch nur minimal. Ja, gut, okay. Mit dem ich sehe sie. Spaß. Ich sehe sie. Sehe sie? Ja, ich sehe sie. Sentiment came. Ja, wir sind gut auf dem Weg. Wir können noch ein bisschen mehr nach links. Ein bisschen mehr Backbord noch holen, dann können wir es mit der Steuerbord, okay. Harpune. Ja. Und jetzt Segel hoch, Tommy. Hab ich schon? Gut. Dann, Also kann ich vom Steuer erstmal weg. Ja, wupp. Oh, guck mal hier. Gibt's eigentlich die Reaper noch oder haben die abgewählt? Muss ich nur mit diesem komischen. So. Nee, ich glaube, die haben abgewählt. Ja, meinst du, das wird was? Nö. Homöopathisch. Die sind oben. Was? Also bevor du das jetzt an Bord schießt. Ja. Geh ich's mal schwimmend holen. Mhm. Holm, kannst du es vielleicht mit der Harpune versuchen? Nein, ich hab jetzt gerade. Ich bin im Wasser und schwimme gerade. Ist auch. Sind wir alle von Bord gegangen. Ja. Auch eine sehr gute Idee. Nicht so intelligent, aber. Da vorne ist ein. Aber das ist glaube ich eine Sloop, oder? Nee, das fahren wir direkt drauf zu. Also ich geh dann gleich mal an die Harpune und probiere es. Ich bin nicht gut mit der Harpune, aber. Okay. Ich kann nochmal probieren, aber wo leuchtet denn noch was? Ich dreh mal ein Stück. Ja, dreh mal ein Stück, dann hab ich wieder eine Chance. Noch mehr? So, muss das Zeug unter Deck oder ist das egal? Das ist egal, aber du könntest das zum Beispiel in diese Schatztruhe tun, die da geöffnet ist. An Deck ganz oder wo daneben. Ja. Okay. Die steht neben dem Hoaxmaster, die Schatztruhe. Schau mal. Ach, da ganz vorne, okay. Da ist so eine die geöffnete, die ist, die da. Ja? Nee. Die ist geöffnet und sie ist, ja gut, da ist auch eine, aber ich kann es dir nicht erklären. Da, wo ich hüpfe. Noch ein bisschen mehr eindrehen, wenn jemand am Steuer wäre. Okay, nee, da ist keiner am Steuer. Ach, da die. Ich sehe, ja. Okay. Geh noch ein Stück. Also, Sven, Anna, während ihr so völlig sinnlos durch die Gegend rudert, haben wir mal ganz entspannt. Entspannt ein Schiff. Ich wollte es nur. Ja, es war. Das jetzt hier. Also. Ja. Das war ja. So. Ja, das habt ihr ganz schön gemacht. Ja. Denn wir Aber habe ich da eine Ironie gerade gehört? Nein. Okay. Guck mal, wir mussten uns ja hier gerade irgendwie zurechtfinden und auch ein bisschen den Stream übernehmen, weil es war ja so ruhig bei euch. Das ist ja, ich mach hier noch Troubleshooting mit der Technik. So, Alexander, wohin soll ich jetzt drehen? Steuerbord? Ich glaube, also Steuerbord wäre, aber ich glaube, wir haben schon fast alles. Wir haben alles. Oder? Okay. Wir haben alles. Ja. Ah, komm hier. Ja, wir beide. Heu ho und eine Bottle voll rum. Und die zwei anderen schaffen es nicht mal nach Planquadrat R15 zu fahren. Lächerlich. Also Sven, wir haben auch Schatz, ne? Guck mal. Ja. Untätig waren wir ja nicht. 100 Stunden meines Lebens mit dem Ganz genau. Verbracht habe.
Genau, und im Gegensatz zu den drei da, Tick, Trick und Track, werden wir das wahrscheinlich auch abgeben können. Ach, wird das also so wirklich. Abend. Wird das so ein Abend? Dick, dick und schlapp, okay. Aber eigentlich, und es war eigentlich immer harmonisch, bis Anna dabei war, ne? Ja, die hat treibt so einen. Die ist wie. Den ganz neuen Ton hier rein, muss ich mal. Nein. Obwohl, meinst weißt du, das schon, wie ich nicht meine Katze streicheln darf? Die grünen Sprechblasen aus dem Asterix-Comic. Ja. Streit um Asterix. Wir haben dafür auch mal so lustige Aufgaben gemacht, aber das haben wir uns jetzt abgewöhnt. Bitte ich nicht. Das ja nicht schlimm. Ich finde das ja nicht schlimm, aber. Warum erinnerst du den Typen da dran? Also ich kann abonnierst du irgendwas Sinnvolles, Tommy? Ach doch, Anna, was? Oh. Ich kann euch empfehlen, lustige Kanalpunkte zu benutzen. Weil bei mir kann man kaufen, dass ich einen Grog trinke. Oder dass ich die Katze abfeuere. Oder dass Alexa einen Fischwitz erzählt. Ja, bei uns war es eher so, dass wir gesungen haben. Ja. Mehrstimmige Choräle und solche Geschichten. Also wir hatten immer so ein Kantaten. Wir hatten immer so ein Goal gehabt. So ein Goal, ich glaube irgendwie. Wie ist die Währung hier? Weiß nicht, also es waren immer 10 Euro und bei 10 Euro musste dann irgendwas, also entweder musste Tommy die schlechtesten Witze der Welt ertragen und er durfte sich nicht beschweren. Oder wir durften uns nur singend kommunizieren. Ja, alles, was wir sagten auf der Melodie von Drunken Sailor. Ja, alles. Ja. Genau, alles, ja. Das und einmal hat Grit Anmachsprüche vorgelesen. Ja, das war auch sehr Hölle. Auch sehr schmerzhaft. Oha. Das war schlimm. Und habe ich das vorhin falsch gesehen bei Twitter? Mimbutzki, dir ist das Küchenregal abgestürzt? Ja! Sie hätte ja mitgesucht. Und ihr ist das komplette Küchen, also der Küchenschrank wohl abgeschmiert, samt Inhalt. Da ist ein Schiff neben uns, das auch mit der Harpune rumballert. Ja. Welches seid ihr nämlich an? Nee, das sind wir nicht. Nee, das sind wir nicht. Wir sind noch ganz im Westen. Ja, na gut. Ja, aber was zum Fuck ist das dann für ein Schiff? Das ist ein Schiff, was ich jetzt im Grund und Boden schieße, wenn ihr das nicht seid. Was machen die denn hier? Die kommen gerade zu uns rüber. Ja. Dann schießen wir es mal ab, oder? Ja, warte doch mal! Wir haben doch noch gar nichts gemacht. Ja, es ist mit dem Ironie, das ist so ein schweres Ding, das ist nicht. Oh, er ankert uns. Okay. Und jetzt ist wieder ins Wasser gesprungen. Okay, dann schießen wir sie kaputt. Nein, das. Tommy, das sind wir! Ich fand das mit der Ironie nicht so ganz. Was ist das? Wir sind das! Das sind wir! Ja, hört auf zu schießen! Ach, ich sag das! Ich rübergehüpft! Das ist sogar. Ich hab's doch umgebracht! Ach du Scheiße! Alle Hängeschränke, 5 Stück voll mit Geschirr, Tupperwaren, Teegewürze. Ein Superbrei aus Scherben und pulverigen Lebensmitteln. Ja, da ist, glaube ich, so ein Abend gelaufen. Ich lach nicht und über dich, Mimbutzki, sondern ich habe geschossen und habe das nicht gehört. Und ihr habt die ganze Zeit gesagt, hallo, wir sind. Und ich hörte nur... Und einmal für Anna, damit Anna weiß, wer Mimbutzki ist, das ist eine Moderatorin von unserem Channel. Deswegen nehmen wir da gerade so viel Anteil dran. Ah, okay. Und die hat ihre Küche abgebaut. Genau. Ja, weil die auch aus dem Schiff gekommen ist. Also die Küche hat sich selbst abgebaut. Also entschuldige, aber Anna, wenn jemand auf unser Schiff kommt und unseren Anker wirft, du musst doch zugeben, das ist so das Übliche, was man so macht. Ja, ihr habt gut reagiert. Ja, danke. Wobei sie hat ihren Namen eingeblendet, ne? Ich habe da irgendwas rumhüpfen gesehen und dann habe ich gesagt, Moment mal. Du warst mir zu schnell, um das da was zu lesen, ja. Leute, die uns ankern, das geht gar nicht. Nee, das ist, finde ich, auch sehr übergriffig. Ja, ich kann natürlich auch euch helfen, jetzt den Anker wieder zu lichten. Eigentlich wollte ich euch ein bisschen Loot klauen. Das gibt nämlich Punkte. Ach so, das kannst du natürlich machen. Ja. Ist ja wurscht. Ah, wir müssen erst noch eine Dings eingehen, oder? Im Bündnis, ja. Also ihr müsst natürlich erst, guck mal, ich muss es nur... Konzentrier dich bitte. Bist du mit Gold tätowiert? Das sieht ja abgefahren aus.
Ja, das ist der Golden Curse. Den kriegt man, wenn man alle Tall Tales hier abgeschlossen hat. Unglaublich. Also alle Seemannsgarn-Geschichten. Das sagt mir alles nichts, aber es sieht gut aus. Und soll ich mal beeindruckt mich hier, ne? Nachhaltig. Sag mal, Goldilocks, soll ich mal dem Bündnis da beitreten? Ihr könnt gerne dem Bündnis beitreten. Gut. Ich habe euch nämlich ich hab extra die Flagge der Liebe gehisst. Ja. Das sind das Bündnis der garstigen Pulveraffen. Ja, genau. So. Muss ich da auch irgendwie zustimmen? Nein, du wirst überstimmt, Alex. Ich frage keine Sau. Du wurdest jetzt... Ja, alles gut. Mir ist das auch egal. Ich gehe angeln. Hab ich jetzt gewonnen, eigentlich heute Abend? Anna, mal eine wichtige Frage. Shrouded Ghost schon gesehen oder nicht? Nur in dem Abenteuer. Leider noch nicht richtig gesehen. Ich auch noch nicht. Darf ich mal eine ganz ketzerische Frage stellen, die euch wahrscheinlich alle verwundern wird? Ja. Danke. Was machen wir jetzt mit unseren zwei Schiffen? Schippen wir es hier so nebeneinander her und im Schwimmen wird einer zu dem anderen rüber, während der Alexander blöd angelt, oder machen wir auch irgendwas? Also, hier ist zum Beispiel ein Schiff mit einer Reaper's Flag. Die sind gerade am Plunder Außenposten. Dann fahren wir doch dahin, bitte. Ja. Das heißt, wir müssen jetzt Südwesten fahren. Komm, jetzt sei doch mal ein bisschen gemütlich. Also, mein Gott. Sag mal, können wir vielleicht mal jetzt hier die Gemütlichkeit, ihre Gemütlichkeit sein lassen? Okay. Hey, ja, wir sind doch hier, um den Leuten was zu bieten. Passt Freunde. Nicht dazu, dass wir momentan... Guck mal, Dillschnitte guckt jetzt bei mir zu, weil ihr so noobig seid. Ja, das ist auch... Okay, also ihr möchtet gerne den Reaper kaputt machen, ja? Kaputt machen! Ja. Ja? Was für uns bedeutet, der Reaper wird uns gleich so mächtig auseinandernehmen. Ja, ja. Ja. Das ist wie jedes Mal. Ich habe einmal Erfolg und habe Loot und dann werde ich, anstatt dass wir verkaufen, mit mir das alles weggenommen. Ja, so. Ja, aber es geht ja nicht um den Loot. Doch. Es geht um die Fische. Was? Danke. Um die Fische. Wie viele Fische man geangelt hat. So. Ach so. Ich nehme jetzt an, also ihr fahrt mal vor, oder? Ja, genau. Dann müssen wir nach Westen. West-Südwest. West-Südwest. Ja. Holm? Das hast du gehört, oder? Ja, okay. Dann. Ja. Mach schon. Aber ich. Ich würde jetzt über die Steuerbordseite drehen, damit wir nicht uns da ins Gehege kommen und zwischen den Felsen und sowas. Das sei ganz alleine dir überlassen, denn du bist der Navigator. Ja, ich mach mal das Segel wieder ein bisschen hoch, weil bis die hier starten. Der Navigator ist, und der Rudergänger, das ist eine... Ja, ja. Uns alles. Ist das Holz von unserem Schiff schon durchgeweicht. Aber ich kann die Karte nicht lesen, also das habe ich schon mal versucht. Das kann wiederum der Alexander wahnsinnig gut. Ja, dann ist der Alexander der Navigator, aber ja. Dann ist der Alexander der Navigator. Gnade uns Gott. Nur Rudergänger. So ist es. zum Plunder-Außenposten, habt ihr gesagt? Hi. Ja. Okay. Immerhin habe ich dich schon das ein oder andere Mal zum Baumarkt navigiert. Ja, das war erstaunlich. Was? Du hast es schon mal zum... Ich habe es schon mal zum Baumarkt geschafft. So, wo ist denn hier der Plunder-Außenposten? Mit dem Fahrrad? Nein, Herr Gott. Der mit dem Schiff dem zum Baumarkt. Der lässt sich von dem feinen Herrn Waschkau chauffieren. Wollte ich gerade fragen, weil wie kommt der Kaffee? Also, ich erkläre euch das gleich. Im Moment ist eines der beiden Schiffe richtig, das andere falsch. Ich frage mich, der Holm hat doch gerade beschrieben, dass er andersherum dreht, um nicht ins Gehege zu kommen. Ja, aber jetzt könnt ihr ja langsam. Könnt ihr ja langsam auch mal drehen. Ja, aber da ist doch ein Felsen im Weg. Also ihr fahrt mal so. Also wir fahren so. Wir fahren direkt nach Süden und dann dreht ein bisschen Richtung Westen. Ja, und wir fahren genau drauf zu. Genau. Ein bisschen Geduld. Ja, auch hier in Frankfurt kannst du mit dem Fahrrad zum Ikea fahren. Macht nur nicht so viel Sinn. Sven, du bist auch in Frankfurt. Bad Homburg, also Bad Homburg nebenan. Sven wohnt gleich bei mir um die Ecke. Ja, wirklich, also wirklich 500 Meter. Das ist so sehr lustig. Das ist sehr witzig. Yes. Also, wisset. Wir fahren es begab sich... dass der Alexander und ich zum Baumarkt fahren wollten. Und da wir ja hinter Arschkirchen einen Baumarkt haben, sind wir dort hingefahren. Bisschen mehr links, rechts oder so. Irgendwas, wir fahren auf Felsen. Ja, ich fahre ja schon. Ist doch noch massig Platz. Boah, Alexander. Das ist, du bist abgemacht. Ja, ich erzähle einfach nichts mehr. Alexander, da ist ein Schiff. Wo ist ein Schiff? Oder seid ihr das? Naja, vielleicht da geht's. Das sind vielleicht wir.
Wüste. Ja, und das ist noch nicht gewöhnt. Hinter der Insel, das könnten die anderen sein, ja? Ja, ja, wusste ich. Ja. Bei den Bergen im Sturm. Ja, genau. Ja, das sind wir. Also, wenn wir Anna und Svensson einfach drauf schießen, dann... Genau, das könnte ja schon ganz gut, ja. So, also es begab sich... Wir wollten in den Baumarkt fahren. Ja. Wir kamen am Baumarkt an, stolz wissend, das ist ja toll, dass in der Nachbarörtchen ein Baumarkt ist, und standen vor leeren Regalen, weil dieser Baumarkt nämlich gerade im Umbau befindlich war. Als wir dann ein halbes Jahr später uns dachten, jetzt haben sie bestimmt fertig umgebaut, fuhren wir nochmal hin. Interessanterweise war es dann so, dass sie vielleicht davon Wind bekommen haben und extra den gesamten Baumarkt abgebaut haben. Da war nur noch ein Schotterfeld und ein Gitterzaun, an dem stand, dass hier vielleicht irgendwann wieder ein Baumarkt ist. Und da stand Alexander und Tommy, speziell für euch, geht weg. Genau. Und dann, also zumindest hat sich das so angefühlt, oder Alexander? Also, wir haben den für abgerissen. Sehr kränkend. Ja. Genau. Und dann mussten wir Richtung München zu dem Baumarkt fahren. Ja, wo viel so Besuch. Hast du Sekundenkleber gekauft und uns damit quasi in die Gefahr gebracht, in den Knast zu kommen in Bayern, weil man ja gar nicht mehr transportieren darf in Bayern. Ja, hier besonders Tommy hier mit langen Haaren und so, das ist schon gefährlich. Langhaarige Bombenkleber. Ich hatte einen schwarzen Hoodie an. Wenn der Schröder uns da angehalten hätte, Tommy. Ja. Ich sage dir. Ich sage, Markus. Ja. Sag mal, Markus, guter Alt. Der hat euch direkt ins nächste AKW zum Arbeiten eingestellt. Alexander, dann hättest du einfach deine Kontakte in den Vatikan spielen lassen. Das geht doch alles. Der Gänzbein hat jetzt ein Buch geschrieben, der ist auch nicht mehr beliebt da unten. Das ist alles vorbei. Ja, jetzt sind wir halt bei Devil's Ridge. Also ich sehe hier keinen Plan da Außenposten. Also hätte ja auch angeln können. Oh, ich sag's euch. Da ist irgendwie das Tor, ist gerade... Der Geisterkopf ist gerade, der Totenkopf ist gerade weg. War nicht so schnell, mir wird schlecht. Wir wollen doch hier nichts, oder? Nein, wir wollen nichts. Wer schießt denn da auf uns? Ein bisschen schwierig zu steuern gerade. Ist ganz schön Dünung. Wahrscheinlich von der Insel aus, oder? Ja, das ist die Insel. Man schießt auf uns? Wir sind, die Insel schießt auf uns, aber wir fahren davon weg jetzt. Das ist, deswegen bin ich schnell gefahren. Das ist sehr gut. Da nichts passiert. Mir ist zwar jetzt sehr schlecht, aber... Ja, das ist übrigens eine Schaluppe, die da steht an der Insel. Was? Am Plunder, Außenposten. An welcher Insel? Ja, an Plunder, da wo jetzt wir jetzt hinfahren. Kann einer von euch mal in die Karte gucken, wo ich jetzt hinfahren muss? Nach Plunder Outpost. Gleich schon. Ja, ich bin schon unterwegs. Ich gebe dir gleich die Koordinaten. Wir sind aber gleich da. Also du kannst auch einfach unserem Schiff folgen auf der Karte. Ja, wir sollten ein bisschen langsamer machen, damit wir zeitgleich ankommen. Damit wir vielleicht mal den. Denn da? Obwohl, ich glaube, wir hätten vielleicht eher Chancen. Wir müssen nach Norden. Aber die sollen jetzt auch nach Norden. Die verwirren. Ja, nach Nordwesten. Und zwar ziemlich genau nach Nordwesten. Ach komm, dann fahren wir einfach mal hin. Okay. Was, nach Nordwesten? Ihr müsst nach Süden. Wir müssen zum Plunder Outpost. Ach stimmt. Ach, sorry, ja doch. Genau, warum seid ihr denn so weit nach Süden gefahren? Genau, ihr müsst zu J18. Mhm. Da ist die Insel. Was, in Nordwesten? Ja, genau, ist in Nordwesten. Du hast recht. Du hast recht, Alexander. Danke. Du kannst dir das jetzt immer abspielen, wenn du schon weiß, mein Klingelton. Ist mein Klingelton, Dines. So. Wie lange kennen wir uns eigentlich, dass du die ganze Zeit solche treffenden Pointen machst, Anna? Das ist mir ein bisschen unangenehm. Also kennengelernt, persönlich haben wir uns ja erst bei der Hochzeit von Frau Nett. Das ist richtig. Frau Nett? Frau Nett? Ja, die heißt tatsächlich so. Also jetzt heißt sie auch noch Frau Nett. Aber in Wirklichkeit anders. Aber ja. Also jetzt heißt sie auch Frau Nett. Vorher hieß sie Frau Nett. Ja, genau. Ja, sie hat einfach einen Mann geheiratet, der auch Nett heißt. Aber da hatten wir doch schon den Eindruck, wir würden uns ewig kennen. Ja, da hatten wir uns... Wir hatten auch uns schon mal getroffen auf so einem Hörertreffen während des Chaos-Kongresses. Irgendwann, als er noch in Hamburg war. Aber ich glaube nur einmal. Und dann haben wir aber immer mal auf Twitter Kontakt gehabt. Wann welcher Chaos-Kongress in Hamburg?
Das weiß ich jetzt nicht mehr, welcher das war. Ich glaube, der 31C3 oder der 30C3. Ja. Da bin ich mir nicht so sicher. Also eine der letzten, ja, die Ende der 90er in Hamburg waren, ne? Nee, Ende der 2010er muss das gewesen genau sein. Ah, okay, dann war das eine der, also war das nicht mehr der in Ende der 90er, waren die ja in noch in so einem Bürgerhaus? Nee, in der Halle. Ende der 90er war ich noch nicht volljährig. Ach so. Weil das war, das kurz allem, das war meine. Du ein bisschen mehr Richtung Westen. Da möchte ich mal kurz dezent. Ja. Ihr werdet da wahrscheinlich so lustige Leute. Ja. Ihr werdet da wahrscheinlich so lustige Leute in Sanitäterkleidungen rumgelaufen sehen haben, vom sogenannten CERT, das Chaos Emergency Response Team. Und das habe ich gegründet. Aha. Ja. So. Kennst du dann einen Lukas Lambda? Nein, nicht mehr, weil ich bin irgendwann so 2005, 6, 7 so raus und dann haben das andere übernommen. Aber ich habe das damals gegründet. Also ich war damals der einzige Sani, der die CCC-Events gemacht hat. Und als sie dann so krass wurden, kam dann ein Team dazu. Nee, dann da haben wir ein Team gegründet. Haben wir richtig. Ja, ui, hallo. Was haben wir? Gesellschaft. Oh, die Fahrt aber das ist nur illegal. Wir sind bei dem Außenposten, wir sind schon da, aber die Schuhe hat da vermutlich abgegeben und dann abgemeldet. Nach Westen holen. Also die anderen sind jetzt quasi direkt westlich von. Also die Sloop war eigentlich neu. Wir fahren ja auch fast direkt nach Westen. Okay, perfekt. Ja, also die Sloop war eigentlich neu. Ich musste nur diesen Mutant Ear Rock rum, weil der war halt im Weg. Das heißt, normalerweise müssten wir sie gleich auf 12 Uhr reparieren. Ja, ein Grund zu reparieren. Weil sie eine Scanning-Bulli-Bulli haben. Scanning-Bulli-Bulli. Ist das der Fachausdruck? Ich brauche mal was zu essen. Danke für deinen Follow-Blätter. Singt der in The Dead of Night? Takes his broken wings and learns to fly? Ach so, das weiß ich nicht. Der ist aus der Schweiz. Ich habe heute seit langer Zeit mal wieder von R.E.M. Masken vor uns. Ja, warte mal hin. Ja. Allerdings habe ich mal wieder R.E.M. gehört. Ja, eins ist die Lösung und eins sind die anderen beiden. Achso. It's the end of the world of the world. Oh ja. Ja. Was mit den drei Masken sind die böse. Was sollen wir dann auf die schießen? Egal, was wir treffen sollen. Wir nehmen, was wir treffen. Okay, alles klar. Wollen wir schon mal Kanonenkugeln holen vielleicht? Wir haben übrigens gar nicht mehr. Das wäre vielleicht ganz gut, ja. Alles klar. Ich habe 10 in der Tasche. Ich weiß nicht, was du hast. Die Schaluppe haut übrigens ab. Ihr könnt ja mal gucken, ob ihr die Schaluppe kriegt. Auf die Schaluppe. Ja. Aber wir wissen noch nicht. Ja, verdammt. Ich hab Kurs jetzt auf die und dann gucken wir mal, ob wir das haben. Ah, die Schaluppe, die ist rechts davon. Okay. Ja, die haben noch. Drei Master. Oh, wir haben das andere Schiff. Aber drei Master, ist das nicht Nein, Schiff besetzen. Backbord. Jawohl. Lass das Schiff doch in Ruhe, wir machen das schon. Dahinter ist eine Schaluppe. Nein. Ah, die Schaluppe kommt jetzt eh übrigens zu uns, also von daher. Ja, wir konnten doch mal so im Vorbeifahren einfach draufballern, das hat doch jetzt nichts geschafft. Das war doch völlig unschädlich. So, da kommt die Schaluppe. Okay. Was? Die Schaluppe kommt jetzt? Ja, aber vielleicht wollen die uns ja helfen. Vielleicht wollen die uns helfen. Wo ist denn die Schaluppe? Ich will jetzt wissen, sollen wir sie beschießen oder nicht, die Schaluppe? Das ist mir egal. Beschießen. Ja, okay, wir haben das Schiff übrigens versenkt. Aber ich repariere hier gerade noch kurz. Helfe nicht? Sehr gut, Holm. Die haben angehalten. Die haben geankert. Die haben ja eh ihre Sachen abgegeben. Nee, die haben neu gestartet. Sie wollen uns ihre Supplies geben. Oh, okay, dann hören wir auf zu schießen. Genau, dann sagt ihm doch mal Hallo. Das ist doch immer nett. Ja, das natürlich. Kann ich auch. Haben die sich jetzt ergeben? Habe ich gewonnen? Du hast gewonnen. Ah. Aber we come on board. Wir kommen rüber. Ich ich begebe mich mal rüber und okay. Was machen wir jetzt? Ich habe keine Ahnung, ich bin überfordert. We didn't hit you anyway, no. Also, wir ich wüsste gerne, sag mal, wie wäre es denn, Sven? Ja.
es könnte fast so sein, dass... Oh, wir rammen uns gerade. Scheiße. Anna, ich bin gerade nicht auf dem Boot, ich bin bei den anderen, ich hole gerade die Supplies. Okay, ja, ich repariere gerade, ich mache so Arbeit. Thanks a lot. Sollten wir vielleicht zu diesem... Tommy, wir sollten unser Schiff erstmal reparieren jetzt gerade. Ja, mach doch mal. Ich höre dich kaum, weil ich gerade hier 5 Stimmen gleichzeitig um... können wir mal kurz rüberfahren, dann können wir die schnell rüberziehen. Dank dir aber auf jeden Fall. Ja, alles was gut. Ich sagen wollte, ich habe mein Mikro hochgeklappt. Da hinten ist so eine Reapers-Kiste. Und wenn wir die nehmen, dann kommen vielleicht Leute uns angefahren. Da müssen wir niemanden suchen, sondern die fahren uns hinterher. Nicht so begeistert, bitte. Nicht ganz so begeistert. Aber wir können das gerne voll machen. So, wir kommen jetzt vorbei. Oh. Also ich bin bislang noch nie wegen so einer Reaper-Kiste angegriffen worden. Okay, das kann sich daran, dass wir laufend wegen jedem Scheiß angegriffen werden. Immer. Das kann sein. Vorsicht. Ja, also Blut an Bord. Sag mal, hast du diesen Parken irgendwo im Lotto gewonnen, oder? Was hat er? Wer hat was? Wir haben auch nicht mehr so viel Holz, muss ich sagen. Ja, aber komm mal zurück, weil wir haben den ganzen Loot hier. Vielleicht sollten wir einmal, vielleicht gleich mal... Ja, die kommen wieder zurück. Wohin zurück? Zu dir? Ja, ja, weil wir können ja die ganzen... Wir haben jetzt... Wir haben das ganze Schiff voll Loot. Wir können auch das Boot versenken und die Supplies dann aus den Fässern holen. Ja, das wäre super, weil wir haben zu wenig Kanonenkugeln. Könnt ihr dem Typen mal sagen, dass wir ihn jetzt mit freundschaftlicher Geste versenken? Wir würden dich jetzt einfach versenken, wenn es okay ist. Und dann können wir die Supplies aus dem Wasser fischen. Ja, ist okay. Ja, einverstanden. Super, alles klar. Das können wir sogar einfacher machen. Ach so, ja stimmt, du kannst dich ja auch selber versenken. Alles klar, danke dir, ne? Eine Frische hätte ich. Können wir das zusammen mit dem Demenslied spielen? Ich versuche gerade ein bisschen Tonmaterial zu sammeln. Und bräuchte mein ganzes Orchester. Moment, Sekunde. Was meinst du? Dass wir alle zusammen mal ein Demenslied spielen. Achso, ja klar, können wir machen. Kommen wir einfach rüber. Kommen wir einfach rüber. Er möchte gerne mit uns ein Demenslied spielen, weil dann... Sehr gern. Ich habe vergessen, dass wir ja noch Crit-Feuerwerk abfeuern müssen, alle 5 Minuten. Ja, das ist scheiße. Unter welcher Taste ist das denn? Nee, das ist anstatt eine Kanonenkugel nimmst du aus dem Ding ein Feuerwerk raus. Ja, nur... Ich krieg nur Brandbomben und Donnerbomben angezeigt. Du musst aus den Fässern musst du erstmal rausnehmen. Ah, okay. Ja, habe ich aber eigentlich. Ich hab die auch hier in meinem Inventar, ich kann sie nur nicht auswählen. Okay. Sunny Fox und Freaky. Okay. Sind die unter. Soll ich den jetzt erschießen? Nein, das ist ja toll. Nicht erschießen! Warte, lass mich einsteigen mit Konzertina und dann nimmt ihr dann ein anderes Instrument, ja? Also wir nehmen anderes Instrument. Okay. So, ich schieße jetzt das tanzende Kobras-Feuerwerk im Angedenk an Fritz Rechner. Hinterher. Das ist aber sehr hübsch. Nicht wahr? Als hätte ich irgendwas dazu beigetragen. Hast du alles ganz. Wir sind auch wirklich toll. Wenn wir hier gerade Musik spielen, ist Anna die Einzige, die hier gerade arbeitet, Blut einsammelt und so. Das macht ja nichts. Wenn der uns seinen Blut schenkt, dann sollen wir kommen, wenigstens ein bisschen mit ihm teilen. Ja. Dafür hat der Mr. Windfall gerade in meinem Chat die Titanic gespielt. Niemand von uns weiß, was das bedeutet, aber wir freuen uns wirklich sehr. Das ist eine schlechte Version auf einer Flöte von My Heart Will Go On. Ja, wenn du irgendwann mal... Titanic-Flut! Ja. Sag mal, wollen wir nicht danach dann einfach diese ganzen grünen Schiffe da bekämpfen, die direkt neben uns sind? Das können wir gerne machen, das ist eine Legendary. Ja, lass uns das machen. Legendary! 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 Also das heißt, jemand anderes macht diese Mission, ne? Und die müssen wir dann... Kapern? Kapern, ja. Ja,
Ich habe gerade einen Reward dafür bekommen, dass ich ein Seemannslied mit 5 anderen Leuten gespielt habe. Ja, cool. Hier wird alles belohnt, Holm. Hier wird alles belohnt, Lohn. Gut. Auch wie häufig man gestorben ist. Also wir können den Leuten da drüben natürlich auch helfen. Wie viel man gegessen hat. Ja. So, jetzt wir können super, danke schön. Habt noch einen schönen Abend. Gerne, danke. Danke dir auch, ne? Ciao. Bitte, danke, gerne. Freck, freck, freck. Darf ich den erschießen jetzt? Der Freck, Freck, Freck ist weg. Er ist weg. So, jetzt fahren wir zu den grünen Schiffen und dann können wir entscheiden, ob wir denen helfen. Ich weiß nicht, ob ich ideologisch Grüne angreifen möchte. Das ist, ich bin mir da gerade eher Das sind Geister. Du musst dir einfach nur vorstellen, die Grünen, sie leuchten nuklear, dann geht es. Ja. Dann ist der Holm mal wieder raus. Das wäre blau. Dann lagern wir sie auf dem Meeresboden. Wir lagern sie end auf dem Meeresboden. Das finde ich cool. Sieht sehr schön aus übrigens. Das habe ich in München im Forschungsreaktor damals gesehen. Das ist wirklich schön. Ach, das freut mich. Sorry, du bist gut. Du fängst mal an damit. Ja, aber du kennst mich doch. Was soll ich denn machen? Ja. So, aber jetzt gehe ich erstmal wieder auf deiner Schulter. Auf mein Schiff zurück. Der Perversheit auf meiner Schulter. Zwingt der mich ist dazu. Im Chat, der Alp der Perversheit. Aber, ja. So, wo sind denn jetzt eure Schiffe, die ihr... Wisst ihr, was mich nachhaltig beeindruckt hat? Dass du es wieder geschafft hast, einfach die Frage vom Holm zu ignorieren? Getan hätte, als ob ich wüsste, wo die grünen Schiffe sind. Ja, ihr redet doch die ganze Zeit von den grünen Schiffen. Die sind eigentlich hinter uns. Das heißt, wenn du jetzt einfach weiter drehst, sind sie bald vor uns. Dann sollten wir irgendwann dahin. Nein, ich kann nicht weiter drehen, scheiße! Warum? Warum? Warum rammt ihr mich Schiff jetzt? Ist. Weil sie es können. Gut, dass ihr Glück habt. Weil mir jemand gesagt hat, ich soll einfach weiterdrehen. Hier ist noch so ein Kanonenkugel fast. Jetzt wird's doch der Captain. Ja, nein, bin ich nicht. Ich bin nur der Ruder. Immer wer als letztes ins Wasser gefallen ist, ist der Captain. Ja. Ach so, echt? Okay. Ja. Also nach Norden oder wo soll ich das? Also, wenn du jetzt deine hübschen Augen vielleicht einfach mal in die Richtung dieses spitzen Felsens lenkst, kannst du sehen, dass dahinter was Grünes Hui Hui macht. Ah, das Hui Budings da, ja. Das genau. Hui Budings. Und da fahren wir jetzt hin. Aber nicht durch den Felsen, sondern an dem Felsen. Boah! Ei! Warum nicht durch den Felsen, Tommy? Wir können auch drüber fahren. Wir können uns doch mit der Hune hochziehen und dann über den Felsen fahren. Das ist die beste Idee, die ich heute gehört habe. Ja, ich habe heute nur Scheißideen gehört. Deswegen ist die auch nicht besonders gut. Na, das würde ich nicht so sagen. So. Haben wir den Segel gesetzt? Eins. Toll. Eins. Ja, dadurch kann ich wenigstens was sehen. Und wir bewegen uns. Also. Ja, das stimmt. Wollen wir vielleicht mal was ganz Verrücktes machen und den Alexander zum Captain küren? Da muss der nämlich ansagen. Weil der nämlich immer so mitläufermäßig dann so tut, als hätte er an nichts Schuld. Und ich fände es total gut, wenn der Alexander hier jetzt mal dagegen. Okay, so, jetzt sind wir doch eigentlich wieder. Sag mal, wollen wir nicht vielleicht erst unser Loot abgeben, bevor wir... Ja, lass uns doch einmal angreifen. Loot verkaufen. Ich möchte einmal das Erlebnis haben, Loot verkauft zu haben, bevor ich mich in einen neuen Kampf stürze. Wo ist das denn, das Abgeben? Ist das hier direkt links? Ja, das könnt ihr da direkt machen. Habt ihr ein Captain-Schiff? Nö. Ja. Ja. Ich? Nein. Ja. Was? Ich glaube, wir haben kein... Gehört jemandem das Boot, dann könnt ihr nicht bei den Herrschern anlegen, dann müsst ihr an den kleinen Steg anlegen. Mit den kleinen Häuschen. Ich glaube, das Boot gehört der Dillschnitte. Ja. Ach, der Dillschnitte. Ja, genau. Dann könnt ihr damit nicht... Ich glaube, das Boot, ich glaube, das ist ein normales Boot, das könnt ihr bei den Herrschern abgeben. Das Boot, wo wir drauf sind, ist von Dillschnitte. Okay, dann probieren wir es einfach aus. Jetzt aufpassen, weil wir gleich am Steg sind, ja? Dann sollten wir jetzt vielleicht mal ganz schnell die Segel hochnehmen. Segel wegnehmen, ja. Ja, wir warten hier oder auch ankern, mal zur Sicherheit. Ankern. Gott sei Dank ist der kein Captain. Das passt doch gut. Ja. Warten wir jetzt auf die? Ja, wir warten jetzt auf die. Sonst finden die uns nie wieder. Habt ihr nicht auch was abzugeben? Wir haben einen Gem. Nee. Gebe ich jetzt ab. Es ist nicht mein Schiff in dem Sinne, weil ich nicht mein Schiff genommen habe, sondern einfach nur ein Standardschiff. Also dann dürfte das eigentlich... So. Ich habe jetzt einen Schädel des Skelettkapitäns und den versuche ich jetzt irgendwo loszuwerden. Bei der Hexe. Weiß ich nur nicht, wo ich was verkaufen kann. Ich nenne sie liebevoll Seelentroller. Ich komme schon, ich helfe euch gleich.
Elendtroller. Aber könnt ihr nicht bei den Herrschern abgeben? Ich probiere es gerade. Also ich habe jetzt mal alles rüber harponiert. Okay. Ich weiß nicht, wo die Herrscher sind. Also mit Herrscher, bei Herrscherin Christine kann ich schon mal nichts abgeben. Ja. Ich möchte übrigens erwähnen, dass am Außenposten der Gatou also ganz frisch ein neues Reaper-Schiff gestartet ist. Ganz am Außenposten der Gatou ist ein Schiff, ein Reaper-Schiff Stufe 1. Der Gegenstand kann hier nicht verkauft werden. Scheiße. Mhm. Ja, dann ich komme gleich, ich helfe euch. Ja. Aux Masters. Ja. Schau mal, ich lege mal hier vor dem Typen was ab. Könnt ihr das bitte vielleicht da hintragen? Ich habe eine Kiste in der Hand. Achso. Ja, ach, den Heizsack der finsteren Gezeiten kann man doch eigentlich ganz gut brauchen, oder? Aber ich kann doch nicht, ich will ja nichts abgeben. Was soll denn das? Nein, nicht hier, sondern da, ja, wo wir sonst immer abgeben. Genau, ihr müsst zu den anderen Leuten. Wo ist denn sonst immer? Alexander, sei doch mal ein bisschen geduldig. Ich komme gleich und dann nehme ich dich an der Hand. Nie geduldig. Ich bin geduldig. Das ist mein Job. Können wir bitte die Klischees bei den Leuten belassen, für die sie verantwortlich sind? Ich bin hier der nicht geduldig ist. Verdammt, ich Idiot, habe die Lagerkiste mit an. Ich bin hier nur für einen Außenposten steht hier. Aber das ist doch super, Tommy. Du kannst doch damit hier looten. Ja, das kann ich machen. So, also, ich bin jetzt hier, ich stehe so. Kannst du bitte so nett sein, weil du dich auskennst und mal Dinge wegbringen? Ja, nee, ihr kommt jetzt alle mit. Jeder nimmt sich jetzt eine große Schatzkiste. Okay, ich habe dieses, was mache ich denn mit einem komischen Skelettkapitänschädel? Lass ihn da liegen, wo du bist und merk dir, wo es war. Und dann kommst du hier zu eurem Schiff zurück. Okay. Das ist doch mal, und dann nehmen wir jetzt. Wir sind da, wo das Schiff ist. Na gut, dass jetzt hier alles gerade am Holpern ist. Voll gut. So. So, ihr nehmt jetzt die großen Schatzkisten, die man nicht öffnen kann. Da ist also Robel. So, guten Tag. Tja. Eine Schaluppe. Was? Eine Schaluppe befindet sich lang. Eine Schaluppe befindet sich gerade auf dem Weg zu uns. Okay, dann bleib ich mal am Schiff. Wir geben jetzt erstmal ab. So. Ja. Ja, aber okay, die dreht gerade ein. Also vielleicht ist sie noch. Also, nehmt doch mal bitte diese Kisten, die man nicht öffnen kann. Oh, verdammt, ich bin ins Wasser gefallen. Scheiße, jetzt. Ist jetzt? Das sind alle Truhe des Seefahrers aufnehmen. Okay. Genau. Ja, genau. So. Aber bitte nehmt nicht die Lagerkisten, denn die können wir noch füllen. Ist das hier eine Lagerkiste, Tommy? Jetzt laufe ich dir hinterher, ja? Genau. Lagerkisten dran. Ihr kommt jetzt mit mir mit. Ja. Ich muss das, glaube ich, demnächst mal auf Deutsch umstellen, glaube ich. Ja. Und das ist hier. In diesem kleinen grünen Zelt, da sitzt der Goldfuzzi. Und der mag Gold. Und was weil ist der? Mag der Gold, weil der Goldfuzzi heißt? Ja. Oder heißt der Goldfuzzi, weil er Gold mag? Das ist Verkaufen, Tod des Seefahrers. Das ist eine Schaluppe. So. Ja. Genau, jetzt Alexander hat natürlich jetzt eine Kiste genommen, die man aufmachen kann. Ja, richtig. Und genau. So, die kann ich nicht verkaufen. Genau, aber die drin sind. Doch, hier liegen noch Schätze. Du kannst auch diese Kiste verkaufen. Ich zeige euch jetzt, wo dieser Schädel hinkommt, ja? Ja. So, Schädel kommen immer alle hier zu der Seelenkunde. Ich nehme mich gerade, ich weiß nicht, wie mir so ist. Ne, die hat sogar einen Schädel in der Hand. Moment. Seelenkulla, okay. Gut, dann bringe ich jetzt diese Kiste zurück zum Schiff. Richtig? Anna, genau, ich bewundere deine Geduld. Das ist wirklich beeindruckend. Die Frau, ich bin nicht geduldig. Aber du redest mit den beiden, als wären sie komplette Vollidioten. Und das muss man erst mal wir sind komplette Vollidioten. Genau, ich bin nicht geduldig, ich bin ehrlich. Jetzt geht ihr da. Jetzt legt ihr das ab. Ja, du hast die falsche Kiste mitgenommen. Tommy, im Gegensatz zu dir, der immer nur ungeduldig Druck macht, hat die Anna mir jetzt erklärt, wo ich einen Schädel hinbringe. Und zwar didaktisch so gut, dass ich auch zukünftig weiß, wo ich den sehe. Ja. Weißt du, was ich gut finde? Wenn du deinen Schädel vielleicht in der Zukunft einfach auch mitnehmen würdest, wenn wir... Ist ja auch egal. Was denn jetzt? Also, ich habe... Die Leute glauben immer, dass Promis aus dem Fernsehen nett sind. Ich kann es nur immer wieder wiederholen. Nein, kann nicht sein. Alles Arschlöcher. Riesen-Arschlöcher. Warte mal, ganz kurz. Anna, ist das eine neue Funktion, dass wenn du was harponiert, es sofort auf dem Schiff landet? Jetzt die Seelentroller. Ja. Da ist die Seelentroller. Ja, das ist jetzt zur neuen Season gekommen. Ah, cool. Hat der verkauft. Toll. So, ich dachte gerade, ich hätte einen Bug entdeckt. Jetzt, Alexander, ich zeig dir nochmal was Cooles. Bist du denn? Alexander, komm, ich bin hier bei der Seelentroller.
Okay. So. Da weiß ich auch sofort, wo ich hin muss. Das sind Begrifflichkeiten. Genau. So, schau mal, ich habe jetzt hier drei Schädel drin. Und was du jetzt machen kannst, du kannst diese Kiste nehmen, aufnehmen, damit zur Seelentruna gehen und dann verkaufen, ohne dass du die Schädel, dass du die rausholen musst. Ach, also einfach mit der ganzen Kiste. Hör auf. Kannst ich die sag mal, verkaufen oder auch nicht, wie du möchtest. Also ich muss jetzt dazu, muss ich wirklich dringend mal sagen, das habe ich dir nur deswegen nicht erklärt, mein lieber Freund, weil ich dachte, du wüsstest das schon. Sonst hätte ich das auch so schön erklärt. Ich weiß nicht, in wie vielen Worten ich dir sagen kann, dass ich keine Ahnung von diesem Spiel habe. Ja, aber höre ich dir denn jemals zu? Das ist ein Problem. Was? Ich weiß ja, dass du per se gutmütig bist, aber du hörst mir halt nie zu. Nein. Nie. Nein. Das stimmt. So, Skeleton Captain's Chest, wo kann ich die denn verkaufen hin? Captain's Chest? Wenn es eine Chest ist, dann kann die immer zum Goldfuzzi. Zum Goldfuzzi, na also. Genau. Und schon weiß ich, wohin. Woran erkenne ich den Goldfuzzi? Er ist in einem Zelt und zählt sein Geld. Ja. Grünes Zelt. Er ist in einem Zelt und zählt sein Geld. Okay. Er ist in einem Zelt und zählt sein Geld. Oh Gott. Oder du kommst dahin, wo ich bin, Holm, wenn du mich siehst. Nein, ich habe ja die Seelentroller hier. Und warum kann ich den Ritualschädel nicht bei Madame Olivia abgeben? Ihr habt doch die Ritualschädel muss man bei Larinna abgeben. Larinna. Larinna ist die Frau, die vor der Taverne spielt. Ah, okay. Ich komme mal rüber, weil die Taverne, die findet ihr dann, ja? In wie vielen Jahren spielen wir das und zum ersten Mal verstehen wir, wie das geht? Es ist. Ja, das wir hätten Anna viel eher einladen müssen. Erklärt, also. Nicht die Lagerkisten. Ich jetzt nicht die Lagerkisten. Crate of Greed Rare. Ich kann die noch gar nicht verkaufen. Den Tee kann ich auch an den Goldfuzzi? Ja, genau. Nicht an den Goldfuzzi. Der Tee muss zur Händlerin. Wo ist denn die Händlerin? Die Händlerin ist am Steg. Am Steg sind zwei Frauen. Das sind zwei Schiffe, oder? Die Händlerin. Ja. An dem Steg, wo das Schiff ist, oder an dem anderen Steg? Oh Gott, ist das langweilig. Ich komme übrigens mal rüber und bring auch mal Loot mit, weil da war irgendwie Loot im Wasser. Also so den, richtig. Den Dreizack wollen wir nicht verkaufen, oder wie? Nein, den nehmen wir wieder zurück mit aufs Schiff, mit dem kann man schießen. Ah ja. Schießen. Okay. Schießen, wollen wir mit dem. Was hab ich denn? Ich klau euch eine Lagerkiste, ja? Sehr gerne, aber sag mal, dieses Schiff da drüben, welches ist denn da unseres von den beiden? Ich sehe zwei Schiffe. Wo siehst du denn zwei Schiffe? Das ist das, was an der Pier liegt. Also ja, schon, aber das andere Schiff, was da gerade rumfährt? Das bin ich. Okay. Na gut. So. Das kennst du doch. Da kann Sunny ich das den Tee gerne mal kaufen. Ein bisschen rum. Nee, Sunnyfox schießt sich immer irgendwo hin. Man muss sich an die andere Frau. Oder so, ja. Also ich glaube ja, ehrlich gesagt, dass wir jetzt dringend mal wieder irgendwas tun müssen. Ja. Jetzt sind wir, glaube ich, unser Zeug los, oder? Krab weiß, du machst mich wahnsinnig. Ja, aber das ist ja auch mein Job hier. Ja, tatsächlich. Und ich nehme ihn ernst. Du machst ihn gut. Das muss ich weiß. Ich habe übrigens eine Schatztruhe auf dem Schiff belassen, damit aber wir da Dinge hineinbieten. Können wir auf dem an dem Land noch Kanonenkugeln kriegen oder sowas? Ich habe schon ganz viel gesammelt, während ihr das Leben, das Universum und den ganzen Rest habt erklären lassen. Ja, beim nächsten hat es mal einer gemacht. Das stimmt. Sunnyfox, wo bist du denn hin? Ich dock an der richtigen Stelle da an, wo die. Okay, gut, dann hätte ich ja gar nicht zurücklaufen sollen. Alexander, warum sollen wir das Schiff reparieren? Was? Oh, Entschuldigung, ich habe irgendwelche Tasten bekommen. Mach ich auch gern. Welche Taste war denn das? Irgendwo höre ich Kanonenschüsse. Ich glaube T. Was? Ich höre irgendwoher Kanonen. Da sind ein paar Schiffe am Horizont. Achso, das sind noch die Geisterschiffe. Okay. Ja, aber da fahren wir jetzt gleich hin. Aber da muss auch ein anderes Schiff dabei sein, weil ich höre Kanonenschüsse. Dieser Genuss, einmal was versenkt zu haben, verkauft zu haben, ich bin so glücklich. Das hattest du selten, ne? Ja. Ich habe immer ganz viel verkauft. Ja, toll. Da warst du aber dann schon weg. Ich bin immer ziellos rumgeirrt und habe versucht, irgendwas bei irgendwem zu verkaufen. Genau. Vielleicht sollten wir demnächst nochmal mit Anna einfach bei Anna im Stream fahren und dann machen wir so einen didaktischen Lernstream. Genau, ich glaube, es gibt wenig, was mehr fasst. So. Ja, Fußballschiff vorne und hinten. Das sorgt Anna nicht für Abos, aber es würde mich unglaublich weiterbringen. Im Leben. Doch, warum denn nicht? Also.
der didaktische Telekollektiv. Ich finde das eigentlich eine schöne Idee. Wenn ich dann schon wieder den Stream Adora und die alten Menschen bin. Darfst du gerne tun. Und dann müsstest du allerdings so einen braunen Rollkragenpulli tragen, diese verstaubten Herren, die beim Telekolleg waren. Und eine Kaugummi-Zigarette. Nee, also ich hätte jetzt meine Brille aufgesetzt, mir einen hohen Dutt gemacht. Ja, gut. So. Und dann noch so eine Bluse angezogen. Mhm. Mit knallrotem Lippenstift. Ja, sehr gut. Mhm. Und ganz blass geschminkt. Ja, ja. Und dann so leicht dann nasal dem Holm und mir erklären, was wir machen müssen. Genau, und zwar immer, wenn ihr es nicht versteht, genau das Gleiche nochmal sagen, nicht paraphrasieren. Ich sagte dort drüben links abgeben. Ist das so schwer? Wo ist links? Wo meinen Sie dort drüben links, sagte ich. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir absolut Super-Experten werden würden für dieses Spiel. Ich wiederhole mich ungern, tue es aber doch. Rüschen hängen dauernd über dem Controller. Das ist. So, das möchte jetzt bitte geklippt haben, liebe Mods. Ja, dass beim Holm mal die Rüschen über dem Controller hängen. Das klingt wie so ein Bud Spencer-Spruch. Sag mal, hängen bei dir die Rüschen über dem Controller? Bei dir hängt doch die Rüschen über dem Controller. So, jetzt fahren wir aber. Jetzt bieten wir unseren Zuschauern was, weil da sind jetzt gerade 154 Leute, 20 haben schon abgeschaltet während eurem unfassbar langweiligen Einkaufsdreck. Und jetzt fahren wir los und lassen uns versenken und wir sehen, dann kommen die 20 alle wieder. Kann ich die eigentlich auch verkaufen, diese Logbücher? Ja, die kann man bei dem Refund verkaufen, aber das lohnt sich nicht wirklich. Ja. Mich kann man nicht verkaufen. Bestimmt. Ja, genau, die kann man auch verkaufen. Ich bin einmal ganz kurz Pipi-Pause, bin gleich wieder da. Jetzt einen Moment genau dafür. Holm, siehst du die grünen Schiffe? Ich sehe die grünen Schiffe, ja. Okay. Ich will nur nicht mitten zwischen die grünen Schiffe fahren. Nein, das möchtest du nicht. Das ist super, dann haben wir bei uns im Stream einfach schön den Blick, wie ihr gleich versenkt werdet. Das ist super, das kann ich schön. Oh, das. Ja? Bitte? Unverschämtheit. Nein. Warum kommst du denn nicht mit deinem popeligen Schiff hinterher? Ja, weil meine Kapitänin gerade Schiffen ist. Schiffen. War das ein Wortspiel oder? Nein, aber ich gehe mal schiffen, das sagt man so. Ach so, ja, stimmt. Hat sich der Dirty Harry jetzt beschwert, weil die Anna nicht AFK, sondern Pipi machen gesagt hat? Alter? Ja. Dann hat er wenig andere Probleme in seinem Leben. Ach, das war Spaßmann, hat er gesagt. Spaßmann. Ach, er heißt Ach, der ist ja der Spaßmann. Spaßmann. Ja. Spaßmann. Sei froh, dass das nicht hier nicht nackte Kanone ist. Okay. Also ich versuche jetzt mal den Äußeren da anzusteuern von den Geisterschiffen. Heißt Backbord oder Steuerbord, Holm? Backbordseite. Ich will nicht zwischen die fahren. Okay. Sehr wohl. Ist mir irgendwie sicherer. Yes, ja. Captain, mein Captain. Oh, da ist gerade ein neues entstanden. Ja. Aber das müsste trotzdem, dein Plan könnte trotzdem aufgehen. Ja, ist es denn sinnvoll? Besser die zwei als alle anderen. Vielleicht ist es besser, wenn langsam näher kommen. Ja, genau. Und wir fahren auch relativ langsam. Das ist ja vielleicht sinnvoll, oder? Ja, für ein paar Breitseiten, wenn wir sie dann kriegen. So, seid ihr noch am Leben? Ja, der Spaßmann hat sich beschwert, dass du nicht AFK gesagt hast. Einer im Chat. Ach so. Alles gut. Ja. Wer? Ah ja. Es war nur ein Spaß. Es war nur ein Spaß, Mann. Schiffe besetzt an Backbordseite. Ihr müsst jetzt gleich. Ja, ich sehe es. Er kümmt. Ach, scheiße, da ist ein Dings vor uns. Ach, oh, scheiße, ein Riesenschiff. Nicht angreifen. Ein Fisch. Aber das Boot schon, oder? Ja. Feuer. Ich hab getroffen. Oh, und es ist direkt verschwunden mit einem Schuss. Ja. Okay. Ich hab gewonnen. Dann halten wir auf das nächste zu, was da gerade entsteht. Ja, sehr wohl. Sag mal, wenn wir diesen Wal in Ruhe lassen, lässt er uns auch in Ruhe? Nein. Nee. Oh. Also ja, super. Aber es sei denn, ihr habt ihn getriggert. Nee, trigger niemanden. Scheinbar nicht. Ich gebe immer Warnung vorher. So, okay, da ist ein Schiff mit roten, ein Geisterschiff mit roten Signalen auf den Segeln. Das war irgendwas Besonderes, oder? Links oder rechts? Links. Die schießen mit Schädeln auf uns, oder? Das ist eine. Aber wir sind zu weit weg. Ich
Komm da nicht hin. Das sind diese. Nee, oh, das ist scheiße. Die reparieren. Und diese feige Schaluppe haut ab. Wo ist eigentlich Sven? Ja, hier vorne. Ich wollte jetzt in die Kanonen gehen. Aber die Schaluppe hat Ich steuere jetzt einfach mal ein bisschen weiter und nicht direkt wieder ins Gefecht rein, während die repariert. Okay. Ja, ich habe gedacht, ich gehe mal zu, also Richtung die anderen. Ah, wir haben jetzt genau die Burning Blade, gegen die kämpfen wir jetzt, ja. Wir gehen gerade unter, aber kämpft immer. Wieso geht ihr denn schon wieder unter? Nein, das ist ja wieder Alexanders übertriebene, alexanderhafte Art. Okay, alles klar. Siehst du, alles klar, er weiß genau, was ich damit meine. Wir sind trocken. Fatal. Wir können wieder zurückfahren. Unter einem Monat sieben, Sven, ne? Ist ja klar. Oh ja, stimmt. Stimmt, auf der Metropolcon. Ja, in Berlin. Das wird so ein krasser Monat für mich. Irgendwie. Das eine Geisterschiff habt ihr wieder nicht. Ja, das stimmt. Aber die anderen müssen wir, da müssen wir noch ein bisschen arbeiten. Es sind noch eine Menge da. Genau, auf der Metropolcon in Berlin. Metropolcon, da hatte ich einen Vortrag. Ja, über Alexander Waschkau. Nee, der Vortrag heißt, das ist ja ein dickes Ding. Eine Retrospektive über übergewichtige Videospielcharaktere. Okay. Ja, wirklich. Ja, wir finden das angemessen. Tatsächlich gar nicht mal so. Also, ja, kann man. Sehr viele Begriffe gehen mir durch den dunklen Kopf, ich lasse alles bleiben. Ja. Okay. Wir halten da einen Vortrag über das Thema Verschwörungsmythen in der Fantastik. Auch irgendwas mit Dicken? Nein. Auch da gibt es bestimmt Autogift-Verschwörungsmythen. Okay, Backbordseite, Geschütze besetzt. Jawohl! Ja, bin ich. Fettshaming ist nicht so meins, aber wenn der Sven das machen möchte. Ja, ich mache das schon ordentlich genug in meinem Vortrag. Das wird aber toll. Da ist auch der Tentakel-Timer. Übrigens. Ja. Und sag mal, seid ihr das, die da drüben schießen? Ja, natürlich. Ja, ah, okay. Dann schießen wir ja hinter euch, das ist der Hinweis. Ja, aber ich bin noch nicht. Nein, wir können, das dauert noch ewig, bis wir da irgendwo hinschießen können. Keine Chance. Ja. Vielleicht. Ja, aber wie gesagt, ich will auch wieder nicht mitten rein. Na, aber dann könnte der Svenja. Insofern versuche ich jetzt gerade wieder so ein bisschen zu separieren. Svenja? Ja. Da könnte der Svenja in seinem Vortrag über den Tommy und mich bei Sea of Thieves sprechen. Ja, wie ich immer von euch gemobbt werde. Ja. Dicky und Fetty beim Sea of Thieves ist. Ja. Ja. Ja, das wäre nicht schlecht. Das wäre. Also, auf die Hauptsache, wir kommen auch irgendwie vor, meinst du? Richtig, darum geht es. Ja, ja. Und bei dir noch weniger, aber bei mir im Wesentlichen. Ja, ja, natürlich. Nein, ich mache einfach, ihr macht Aneignung, weil ihr spielt dann die dicke Videospielcharaktere, obwohl ihr die nicht seid. Also das heißt, ich würde dann Figur zeigen und dann... Das auch nur, weil du mich in meiner aktuellen Form noch nicht gesehen hast. Ja. Du musst, lieber Holm, so können wir irgendwie nicht so richtig geil du musst schießen. Hau mal Steuerbord rein. Ja, aber, ja, Steuerbord, ja, wenn ihr das wollt, dass wir da, ja gut. Naja, so ein bisschen halt, ne, dass wir also schießen können. Ja, weil jetzt im Moment schießen die nur auf uns, weißt du? Und das ist echt blöd. Ja, deswegen wollte ich hinter denen rum und nicht neben die. Aber ach so, ja, dann mach hinter denen. Ja, mach hinter denen. Mach mal hinter denen, das klingt einfach falsch, wenn man das so sagt. Hier ist übrigens so ein Megalodon gerade auf dem Weg. Ja, sollen wir den machen? Ja, komm, die kommen ja klar. Ich geh mal reparieren. Ach du Scheiße! Ja, ich glaube, die kommen nicht. Schlüpfen! Schöpfen! Vielleicht das. Was ich damit so. Was ich damit so ausprobieren will, wir sollten den noch helfen. Ja! Du könntest es noch schaffen! Schöpfen! Ich tue es doch! Ja, wir fahren mal. Schneller! Okay, das war's. Das war's. Wir müssen zu den anderen Absülzen aufs Schiff. Oder nein, wir sind doch doch gar nicht. Ich bin ich wohl einig in. Wo sind denn die anderen Absülzen? Cool, aber ich hab die schönen Lagerkisten. Ich hab die schönen Lagerkisten. Wie gut, dass euer Schiff hat ja eine. Euer Schiff hat eine komische Position gerade. Warum bin ich jetzt unter Wasser und komme da nicht weg? Das frage ich mich auch gerade. Weil das Schiff sinkt. Ja, toll. Und dann sinken wir mit, oder was? Ja. Aber ich wollte doch.
Aber ihr kommt gleich wieder raus, das dauert so ein bisschen. Okay. Ich hab eine Lagerkiste, Der Trinke. Tolle. Ah. Komm, das muss jetzt reichen, komm jetzt. Ja, jetzt kriegst du alles, kriegst du das ganze Zeug nach oben, okay. Ich bin tot. Oh, ja, wo bist du? Wo sind wir da? Am Mast. Ja, es ist es. Also, da sind jetzt sehr, sehr viele schöne Dinge von uns. So, oh. Jetzt bin ich oben. Ja, die holen wir uns schon wieder. Ja, bitte vorsichtig, da sind auch Sprengfässer dabei. Wenn ihr die an Bord holt. Sprengfässer geladen? Ja. Weil wir da sehr viel Spaß haben. Das ist unsere einzige Chance, gelegentlich andere Leute zu besiegen. Willkommen in meiner Welt. Das ist unsere einzige Chance auf Zwingen. Willkommen in meiner Welt. No risk, no fun. Ja, Tommy's Weisheit. No risk, no fun, wir sehen die Aufmale. Dann gehen wir zu unserem Schiff, oder? Zu unserem neuen. Wo ist denn das? Naja, da irgendwo, wo die Meerjungfrau halt uns hinführt. Achso, okay. Ja, okay, also gehen wir zur Meerjungfrau. Aber natürlich. Ja, oh, okay. Ich schippe und dann hole ich uns da raus, ja? Ja, ich. Da sind noch zwei Löcher drin und dann. Man kann übrigens für Huxilla Live in Berlin noch gut Karten kriegen. Leipzig wird schon eng. Ich wollte es nochmal erwähnt haben. Aber vor allem deine Überleitung dazu fand ich wirklich fantastisch. War abrupt, ja, fällt mir gerade ein. Ja. Ich fand das total passend. Ich habe Angst, dass der Kwambi Quambusch mich prügelt, weil ich das nicht regelmäßig sage. Das hat er mir angedroht. Der Kwambi Quambusch. Der Kwambi Quambusch. Ich finde es doof, dass er jetzt eigentlich irgendwie näher an mir dran wohnt irgendwo. Ich weiß immer noch nicht genau wo. Das aber dann einfach nach Berlin geht. Wie, das ist besser so. Das in der Öffentlichkeit nicht bekannt ist, wo Arkisch gehe ich nicht. Absolut. Schätzelein. Schätzelein. Wo war Arkiskirchen? Arschkirchen. 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 Ach so. Ja, aber Arschkirchen weiß ich doch, wo das ist. Das ist kurz hinter Hinterhausen. Und da in Hinterhausen wohnt der Tommy. Hinterhausen. Schau mal, ich Freunde, ihr müsst. Das sei persönlich auf mich gerichtet, dass ich nicht weiß, wo ihr wohnt. Eine Mal, wie ich da war, war genug. Ich möchte ganz kurz nur, wirklich, wirklich nur ganz kurz sagen: Könntet ihr bitte die Kisten, die ich hier gerade gekauft habe, bitte aufs Schiff laden? Wir kommen ja jetzt erstmal gerade zurück. Wir mussten ja gerade auch unser Schiff. Ich meinte doch gar nicht euch. Irgendwie mag ich das lieber, wenn Anna mir Dinge erklärt. Ich weiß nicht, was der Zufall ist. Hast du ein Problem mit meiner passiven Aggressivität oder was? Ja, ich glaube schon ein bisschen. Aha. Wie ist ihm zu passen? Ja, ich merke es gerade. Genau. Du Sau. Wo sind die denn gesunken, dass wir uns den... Gute Frage. Die sind... Also irgendwo in diesem Kreis, wo die Schiffe langfahren. Wasser. Ja, warte. Das ist ein guter Hinweis. Also ich glaube, es war irgendwo im Wasser. Ja, das ist ganz gut. Damit können wir was anfangen. Der Holm sagt schon gar nichts mehr. Nee, ich bin gerade dabei, eine Obstkiste an Bord zu bringen und die ist... Das erfordert geschafft, eine ohne ins Wasser fallen. Ja, das erfordert 100% meiner Aufmerksamkeit. Tommy hat die ganze Stimmung versaut. Also unglaublich, du hast angefangen mit deinem schlechten Berlin-Promo da. Ja, was nützt es mir denn? Ja, anscheinend nichts. Du hast gesagt, zieh nach Arschkirchen, mach dich selbstständig. Das habe ich jetzt davon. Und deswegen muss ich jetzt mir deine scheiß Promo anhören, weil der Kwambi Quambusch mehr Geld für seine Fußballspielbesuche braucht. So ist das, die Sau. Das ist unfassbar. Ich habe mir heute gerade wieder eine Rechnung gestellt. Echt jetzt? Ja. Kannst du ihnen den Fußballtickets bezahlen? Der TSV Arschkirchen gibt die umsonst raus. Schlagen Sie mal vor bei Ihnen. Ah, okay, genau gerade vor uns. Ja. Oh, da können wir vielleicht noch die anderen fertig machen. Kann der Nico Ihnen das vielleicht mal vorschlagen? Euer Manager, der ist, also man muss das vielleicht für die Leute kurz mal einordnen. Das ist ein netter Kerl, weil das ist der Fußball-Fan, also nicht jetzt so ein Fan, sondern einfach ein Fan, ein Fußballliebhaber. Und das Erste, was wir, als er uns in der Gruppe mal gesucht haben, gemacht haben, waren natürlich Fußballwitze. Und da war er so ganz still und sagte, über Fußball macht man keine Witze. Und dann weiß ich noch, dass der David so ganz ruhig sagte, weißt du was, wir schon. Und zwar ab jetzt. Und dann... Oh, scheiße.
die restliche Stunde war erfüllt von den schlechten. Also jede Möglichkeit für einen Fußballwitz wurde genutzt. Es war so lustig. Mein Gott, ich habe Tränen gelacht. Ich kann dir sagen, dass der Marc da gelitten hat wie ein Schwein, weil der das wirklich ernst nimmt. Hat er. Das, ohne dass ich ihn fragen muss, der wird gelitten haben wie ein Schwein. Ja, natürlich. Und was ja noch hinzukommt, das ist so ein Ultraliberaler. Das ist ja auch so lustig. Ja, ja, genau. Das ist alles so lustig. Sehr lustig. Aber er ist ein Supermanager. Der kümmert sich genial. Ja. Gar keine Frage. Man über Einstein auch gesagt. So, also, fahren wir jetzt da wieder hin? Und wenn ja, wo ist das eigentlich? Wo ist denn überhaupt der Holm? Ja, wir sind, das müssen gleich da vorne. Das ist nördlich von Blunderout bei Snake Island. Ja, komm mal an Korb. Okay. Ja. Achso, warte mal, Moment. Ja, dann Snake Island müsst ihr, ne? Habt ihr gehört? Ja. Snake Island? Ja, aber die... Wird bei euch immer so kompetent. Das ist ja, cool. Ich vergesse nicht zu uns. Wirkst du wahnsinnig kompetent. Seid ihr beim, ihr seid beim Außenposten Galleon's Grave? Nein, das sind wir. Nein, ja, genau. Also wir sind nämlich beim Außenposten Thunder Outpost. Thunderarsch. So, das ist Loot. Ja. Mhm, ja. Seid ihr wieder bei Snake Island in der Nähe? Seid ihr die bei Snake Island in der Nähe? Ja, ja, ja. Okay. Da schreibt gerade jemand auf Twitter, die beste Crew direkt nach dieser und hat einen GIF von der TNG-Crew. Das ist auch sehr, sehr lustig. Das kann nur bösartig gemeint sein. Ist es auch. So, ich raff das mit der Karte nicht so hundertprozentig, aber ich glaube, lieber Holm, wir müssen nach... Ich guck mal nach, Holm, ich sag dir das mal. Ja, sag du das mal. Mach du das mal bitte. Ich, ja, genau. Oh, ein blöder Aff. Was macht denn der Aff jetzt auf der Karte? Ich mach die Schnülldütte mal weg. Mach die Schnülldütte mal weg. So, weg ist jetzt. So. Also, wir sind... Da, aber so richtig bei Plunder Island seid ihr auch noch nicht, Anna, oder? Ja, ein bisschen. Ja, wir sind Snake ja nicht, weil wir gerade euren Loot... Ich wollte gerade sagen, wir machen eure Arbeit gerade. Genau, wir sammeln euren Loot ein. Und ihr wollt aber nach Plunder Island, richtig? Nö, eigentlich nicht. Wir wollen jetzt noch die Schiffe versenken, dann euren Loot verkaufen. Holm, dann fahr erstmal nach Norden, Nord-Nord-Ost wäre der grobe Kurs. Okay, der gut, liegt. Ja, dann macht mal... Vielleicht sollten wir da den Anker lichten, vielleicht hilft es ja was. Ja, ich kann ja nicht gleichzeitig an der Kamera, an der Karte meine ich. Ach, hey. Da ist eine Sloop vor uns. Ja, ja. Er hat sich gerade verpisst und kommt jetzt wieder. Du nimmst das vordere Segel, ich nehme das hintere Segel. Jawohl. Siehst du, das ist doch mal Ansage. Mal was wird hier, meine Fresse. Ja. Du musst einfach nur ein bisschen wütend werden und schon... Ja, ja, okay, danke, passt. Genau. Ich Wo habt ihr denn die antike Truhe her? welche antike Truhe? Die antike Truhe. Das ist alles so schlimm. Die ist halt antik. Ja. Okay, also wir haben schon... Ist aber leer. Das ist ja, damit hast du nicht gerechnet. bei Antiquitäten so, kommt es auf den Inhalt nicht so an. Die genau. Truhe ist halt antik. Ah, okay, toll. Genau. Jetzt habe ich das scheiß Sprengfass hochgeholt. Ich lüfte mal da rein. Du kannst uns das immer in den Ausdruck, weg. Das Sprengfass. Nein. Ja, das bringt er immer mehr aus. Bring es weg und entschärfe es. Nein! Wir werden gerade beschossen, Tommy. Wir wollen nicht so enden wie ihr. Ja, genau. Ich guck. Ich kann ja mal gucken, ob ich die damit sprengen kann, das andere Schiff. Ja, so. Geisterschiff. Ah. Weil die müssten ja jetzt so rumkommen in unsere Richtung. Warte mal, Freunde, da ist gerade ein Schiff gesunken. Ja. Da, hier rechts von uns. Ja. Die Schaluppe? Ja, dann geht's mal rein, dann habt ihr vielleicht Loot. Ja, ja, genau. Da kreisen Vögel und da ist ein Rest von Sven, dem Schiff. Sven, ich brauch deine Hilfe unter Deck. Okay, ich komme. Ich hab das, was jetzt hier. Wo? Segel hoch? Bin in 10 Sekunden. Ja, ein bisschen wenigstens, ja. Chaoskatze, ja, wir haben Sprengfass gesagt. Halt ihr das? Ja. Nee. Hä? Nein, halt doch an. Achso, ja, kannst du ja nicht. Ich kann nur lenken hier. Also wenn ich das okay, lenk nochmal zu dem Ding zurück. Achso, nee, das ist einfach nur... Warte, entschuldige. Das ist einfach nur ein... so ein Wrack, okay. Das brauchen wir jetzt nicht. Ist egal. Okay. Entschuldige bitte. Nur weil da, ich dachte, das wäre ein frisch gesunkenes Schiff. Oh, die schießt... Oh ja, die kommen gerade an uns vorbei. Ich glaube... Ja? Ja? Dreh mal nach Süden, bitte. Du hast mir gerade gesagt nach Norden, okay? Ja, ich glaube, ich habe die Schiffe verwechselt. Ach so. Du drehst jetzt gerade nach Backbord ab, richtig? Ja, genau. Alter, dann ist der Kurs Südwest. Okay. Ich habe die beiden Schiffe miteinander verwechselt.
Ja, über Steuerbord ging nicht. Nein. Ah, da sieht man auch schon das grüne Ding wieder. Okay, das ist aber... Ach gut, das ist das richtige grüne Ding. Ja, das ja, am, ja. Das ist am Himmel, das grüne. Ich dachte, die grüne Insel. Wobei die, Sven und Anna sind deutlich weiter im Süden. Aber da direkt vor uns sind... 4, 5, 6, 7, 8, 9 Planquadrate südlich von uns. Ja, aber das direkt da, das grüne Ding vor uns, das sind sie auf jeden Fall. Wer ich komme jetzt erstmal raus. Aus dem Keller. Upsala. Ein Student aus Ups. Sven, das sieht irgendwie feurig aus bei euch. Ja, ja. Ja, das könnte passen. Ja, das noch ach so. Das ist lustig, ne, dass wir jetzt, kalt. Dass wir denen ja. jetzt zuschauen also. Können, wie sie... Ja. Ach, das ist schön. Ah, angeln. Gute Idee. Nicht wahr? Und kein Maß. Das ist doch respektabel, ja. Ja, ja, bei das denen läuft... Das nennt sich Bricktack. Ja. Oder wie, das kennt ihr nicht, das nennt sich nicht sinken. Ah, okay. Genau. Also. Das nennt sich, das passiert, wenn man ein fucking... Sprengfass an Bord hat. Ja, ihr müsst halt richtig damit umgehen. Weißt du, genau. Aufpassen. Wie geht man denn damit richtig um? Man geht damit von Bord und sprengt Feinde. Ja, also bei stimmt. mir ist es immer so, dass wir damit, dass wir das anzünden und dann auf jemanden anderen zugehen und Happy Birthday singen. Ja. Nee. Ich habe das jetzt übrigens irgendwo im Wasser gelassen. Das ist der, du sollst das ist AFK der sagen. Hm. Ah, AFK sollst du doch sagen. Ja, da hinten ist es, ich hab's, ich lese. Okay, ja, so, wo wollen wir denn hin? Ich würde noch die drei Geisterschiffe fertig machen. Ah ja, okay, wo sind die? Die sind jetzt gerade hinter der Insel, die kommen jetzt gleich wieder auf uns zu. Achso, ja gut, dann bleiben wir einfach hier, oder? Ja. Dann hol ich mir Gedöns. So, jetzt aber hier. Hoaxmaster, weiter Süd-Südwest. Ich bin jetzt gerade am Angeln. Ja, wir sind genau richtig. Also und das Fass ist erledigt. Ja, auf jeden Fall. Vor uns diese grünen Dinger. Das grüne Feuer. Ja. Nur weil da dieses komische Ding neben uns ist. Sollen wir vielleicht nochmal für morgen Abend Werbung machen, Tommy? Morgen so Abend viele, sprechen so wir Leute. Über das gar nicht so fröhliche Thema die Gesichter des Antisemitismus mit Pia Lamberti, Annika Brockschmidt und mit Marina Weißband. Ah, da habt ihr euch aber richtig Kompetenz eingeladen. Ja, das ist ja, ja, weil wir so blöd sind. Ja. Genau. Das habe ich jetzt nicht gesagt. Wir haben so viel Mitleid mit uns gehabt, dass sie alle zugesagt haben. Aber ich glaube, denen müssen wir es mal erklären. Ja, genau, da haben wir uns wirklich Kompetenz eingeladen. Da bin ich auch tatsächlich stolz drauf, dass die da alle Lust haben drauf. Das ist schon eine tolle Sache. Genau. Dann, wir werden nicht besonders fröhlich aus diesem Stream herausgehen, nee, glaube ich. Nee, glaube ich nicht, ne. Wir wurden schon als die drei der vier Reiter der Apokalypse bezeichnet, ja. Unsere Gästin. Genau. aber es ist halt einfach wahnsinnig, ja. Wahnsinnig wichtig. Ja, definitiv. Ach so, das wollte ich noch erzählt haben, was mich beeindruckt hat. Freitagabend Vortrag in Siegen in einem Hörsaal, der ultramodern ist. Und dann hat die Fachschaft, die uns da eingeladen hat, ist da eingerückt. Mit zwei Kisten Bier. Das fand ich sehr, sehr interessant. Das ist das, was du jetzt erzählen möchtest. Ja, und ich wusste nicht, wie ich damit umgehen sollte. Ah, erwischt! Erwischt! Weil da auch noch ein Prof mit im Raum war. Ach, was? Der hat nicht mitgetrunken. Natürlich. Ach so. So, jetzt bist du. Aber so ist das in Siegen in Hörsälen. Das ja, aber ich meine, was sollen sie in den Siegen sonst machen? Es gab einen guten Vietnamesen, muss man sagen. Mhm. Das Döner soll auch ganz gut sein. Und die Stadtschenke war sehr nett. Das war eine sehr, sehr nette Schenke. Stadtschenke? Stadtschenke. Kann ich empfehlen. Das habe ich eingegeben. Ich war mal zum Science Slam in Siegen. Und da gab es einen guten Dönermann. Siehst du? Der ist bekannt. Und ich war mal in Siegen an der Uni und habe tatsächlich auch einen Vortrag gehalten. Nein. Doch. Über? Wegen nordischer Mythologie und so mit dem Simek zusammen. Ah, mit dem Simek. Ja, das war toll. Es war, glaube ich, zum ersten Mal, dass ich eine Uni betreten habe, ohne darin zu drehen. War ganz cool. Und dann, okay, wir sollten mal uns mal ein bisschen hier von Acker machen, weil... Ja, da kommt gerade ein riesiges Schiff auf uns zu. Ja. Ein riesiges Schiff auf uns zu. Geh uns mal raus. Ein grünes oder ein Spielerschiff? Grünes, ja.
ein grünes, ja. Ach so. Aber das sind ja noch die kleinen Grünen, die man mit drei Schüssen wegkriegt. Aber ihr müsst eigentlich schon irgendwo so ein Captain-Schiff rum. Ich guck mal nach dem Kursholm, warte mal. Wir müssten gleich irgendwo so ein Captain-Schiff auch rum. Ich check mal den Kurs. Ja, aber der Kurs, Scheiße, den du angelegt hast, führt uns mittelfristig zu den. Wir sind fast auf einem Kartenbildschirm. Okay. Diese gehen ein ganz bisschen Richtung Meer Westen, aber bleib mal auf dem Kurs erstmal. Ja, da sind auch ein paar Felsen rechts, insofern kann nach den Felsen. Vor uns, direkt vor uns, ist sowas Lilanes, was so in den Himmel wabert. Ja, ich sehe das auch. Was ist das? Ich dachte, du warst das. Ich? Warte, ich geh gucken. Ui. Zieh dich mal mit der Kanone. Den müssen wir jetzt. Ah, komm, ja, da ist was Lilanes. Was ist denn das? Alien. Kennt ihr das? Also vor uns ist so ein lila Nebel über dem Wasser. Ja, da ist, so eine Unterwasserstadt ist da. Eine Unterwasserstadt? Ja, so kein. Ja, so ein Örtchen, so ein Unterwasserörtchen. Aha. Also, aber das sieht so wie im Bild, oder? Das kann man da was machen? Ja, wir können also Zeug. Da kann man Loot holen. Das können wir noch machen. Aber lass uns doch jetzt erstmal diese grünen Schiffe da besiegen. Weil ich glaube, Loot holen ist für die Leute. Okay, ich setz mal die Segel, also wenn sie noch stehen. Ja, nicht wirklich. Vielleicht, Holm. Ja. Ich glaube, da ist auch irgendwas im Wasser. Kannst du ein bisschen Backbord-Esker fahren? Dass wir hier mal wenigstens wegkommen. Ja. Ich guck mal, das ist Wasser, aber ja. Also. Ich mach mal Löcher zu, du schippst, Sven. Ja, ja, ja. Ah, der Kurs, den du angelegt hast, haben. Du kannst ein bisschen. Okay, jetzt gehst du Backbord Desk. Du müsstest dann nochmal Steuerbord Esk korrigieren, damit wir dann. Steuerbord Duid und Backbord Desk heißt es. Das ist kleine. Ich sehe jetzt lila, grüne Blitze am Himmel vor uns wieder. Also, das sieht eigentlich gar nicht ehrlich aus. Ja, die grünen Blitze, da müssen wir hin. Oder? Genau. Achso, ja, ja. Okay, ja, dann sind wir aber genau auf dem richtigen Kurs. Wir müssen. Ist kleine Sacke sich mit der Schaluppe hilft uns ja auch nicht. Das ist klein. Kleine Sacke sich mit der Schaluppe. Ja, die hauen rein. Oh, ich muss mal schnell was essen. So, halbe Stunde haben wir noch. So, dann. Ja. Dann was? Dann ist es Schlafenszeit? Ja, Alexander System Shutdown. Das ist dann. Ja. Ja, okay, komm, lass uns das noch. Das ist mal sehr Nice. Das im Studio von Tommy Patz. Wenn die länger als wenn die nach Mitternacht nass werden, ne? Sven, schippst du noch? Ja, ich musste uns gerade mal wegsteuern, sonst wären wir gegen die Wand gefahren. Bist du noch? Irgendwie klingt es so nach so einer Partnervermittlung. Ja. Aber was hast du für einen fancy Eimer, Sven? Das ist ja. Ja. Das ist ja, fancy Eimer, Sven. Ja. Ich schippe jetzt. Fancy Waffen und fancy Schiffe und fancy Kanonen, das kenne ich ja jetzt alles. Aber fancy Eimer ist ja schon echt. Halt für die Leute, die alles haben, weißt du? Das ist ja. So für so, die FDP-Mitglieder. Ja. Er hat halt einfach alles. Was soll er denn jetzt noch machen? Er hat einen fancy Porsche, fancy alles. Wie lange glaubt ihr eigentlich, ist der Dirk van den Boom noch in der FDP? Ist das ein E-Fuel-Eimer? Das, ist ein das was auch bei dem Vortrag sehr, sehr süß war, war, dass man uns dann angesprochen hat hinterher, dass er sein langjähriger Hörer und Ferngespräch und Nachsitzen, alles super, super, super. Aber ich bin ja in der Jungen Union, ich bin ja Vorsitzender des Landesverbandes. Das findest du jetzt nicht geil, Alexander. Das fand ich sehr süß als Einleitung des Gesprächs. Aber ich meine, wenn Leute in der Jungen Union sind und sich dann trotzdem unsere Borke Scheiße antun, finde ich das ja. Junge Liberale, entschuldige, ich habe Junge Union gesagt. Ich war ein junger Liberaler. Vorsitzender der Jungen Liberalen. Weil es gab ja auch immer nette Liberale. Also ich hab ihm dann auch gesagt, solange wie es demokratisch ist, ist es immer gut. Eben. Und ich meine, man kann es ja nicht oft genug erwähnen, der Holm war ja auch in der Jungen Union und schau mal, was aus ihm geworden ist. Ja, also alter Union. Vorsitzender eines Landesverbandes, das eben. Ja. Schau mal, was aus ihm geworden ist. Ein Satz dazu. Bei den Julis nicht so, die sind nicht so viele. Aber bei den Jungen, bei der Jungen Union hat so ein Landesverband ja schon mal so 1000, 2000 Mitglieder. Also. Mensch, Holm. Hättest du was draus machen können? Und jetzt schau dich an. Ich kenne ja so ein paar Leute, die irgendwie Landtags- oder Bundestagsabgeordnete geworden sind. Ich bin mal sehr froh, dass ich das nicht gemacht habe. Was haben wir da sehr nachfühlt? Hast du jetzt ausgesorgt? Ja. Naja. Naja.
Die Energiekrise wäre jetzt kein Problem für dich. Ja. Was der Holm verdient. Ja, aber weißt du, das ist natürlich das Tolle, wenn du in der CDU oder CSU bist, dann gibt es auch keinen Klimawandel. Das ist eigentlich ganz praktisch. Mhm. Ja, das ist ein bisschen so wie Leben viel einfacher. Ja. Jetzt, vielleicht solltet ihr euch einfach mal Richtung Geschütze bewegen, weil vor uns sind Geisterschiffe. Jede Menge. Welches du denn? Auf der anderen Seite. Okay. Kriegen wir eine Karen hier gerade oder ist das nur Hast so du gemerkt, drin? Tommy, ne? Wie er da direkt jetzt. Wer ist die Karen? Karen ist der Kraken. Ja. Ach, nee, ich glaube nicht. Nee, kriegen wir nicht. Ja, okay. Die sagt mal, ich sah nur kurz so aus. Ja, so die sagt dann immer, sie möchte mit unserem Manager sprechen. Die sind zu weit weg, aber die schießen auf uns. Ja, okay, wir können es ja versuchen, aber das wird nichts. Die haben vor allen Dingen mich schon vom Ruder weggeschossen. Ach Gott. Ja, ich will da halt nicht wieder zwischen rein, ja? Ja, dafür, dass du nicht zwischen rein willst, sind wir aber ganz schön zwischendrin gleich. Ja, sind wir mittendrin. Also, wir sind... Da ist die Kacke ganz schön am Dampfen. Die sind halt alle dicht beieinander, aber... Jetzt müsstet ihr können. Ich habe einen Treffer geleistet. Einen zweiten. Wir haben ein Schiff besiegt. Das ist weg, Tommy. Perfekt. Wollen wir mal reparieren gehen? Ja, okay. Ja, ich habe vor allem auch keine Kanonenkugel mehr. Ach du Scheiße. Was denn? Gehen wir unter? Nee, aber ihr könntet euch mal drum kümmern. Ich steuere mal wieder ein bisschen raus aus dem... Ich schöpfe, du reparierst, Tommy. Achso, das war's, ne? Ah, super, okay, alles klar. Ich orientiere mich gerade nicht. Ach, wo bin ich denn? Arschkirchen. Also in der Nähe von Arschkirchen. Ach, deswegen war hier alles voll Wasser. Das finde ich den Weg nicht. Irgendwas hat gerade gemacht. Das war ich. Ah, da sehen wir euch. Ja, alles klar. Okay, ich glaube, das Schiff ist heile. Ja. Ja. Ich brauche Kanonenkugeln. Okay, Steuerbordseite, Geschütze besetzen. Ja, warte, lass mich nochmal gerade nachladen. Okay. Ja, aber deswegen kannst du auch trotzdem mal. Ich meine. Steuerbord? Steuerbord ist doch. Ach, da! Mist. Rechts. Ja. So. Die sind einfach dicht beieinander. Ich kann nicht ganz weit. Ich hab's nicht geschafft, einen zu isolieren. Aber ich versuche wieder außen von denen zu bleiben, nicht dazwischen. Ja, fahr mal geradeaus und dann rechts. Ja, vielleicht wäre es doch besser, wenn wir mit Backboard, also wenn wir hinter ihnen vorbeiführen, weil so glaube ich. Wenn wir da jetzt hinfahren und die alle auf uns schießen... Ja, aber dann kommen wir direkt, da kommen welche von rechts auf uns zu. Ah, die wären ganz gut. Weil die nämlich auf uns zufahren. Könntest du einen Bogen fahren? Nee. Okay. Schwierig. Ich halte mich raus. Dann komme ich wieder zwischen die anderen. Also ja, du hast recht. Mhm. Wieder zwischen die anderen. Wie du den Konjunktiv benutzt, Tommy, ist es ein Traum. Nicht wahr? Ich schieße jetzt mal. Das hilft ja nichts. So. Okay. Oh, ja, wir sind gleich auch da. Ja, das... Ich glaube, wir wurden getroffen, ne? Ja, wir brennen. Ah, wir brennen. Naja, das kann ja mal passieren. Das kann ja mal passieren. Da wären wir noch nicht nervös. Da schaffen wir. Ja. Okay, dann werde ich gleich mal reparieren, wa? Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Oh, das macht ja was schon mal nützlich, ja. Helmchen, könntest du vielleicht mal lenken? Ja. Ich glaube, wir fahren gerade einen Scheiß zusammen. Ach so, okay, ja. Nee, ja, eigentlich nicht. Nein. Oh ja, jetzt da ist er, Captain. Wir bringen uns gerade in eine Situation, wo wir ein bisschen reparieren können. Und dann ja, sind wir schon kommt dabei. Hier noch Wasser rein? Ich weiß aber nicht, wo. Oder? Tommy, schöpf du mal, ich repariere weiter. Noch, aber wo ist denn hier das Loch? Ich such nicht, schöpf, habe ich gesagt. Ich schöpf ja, aber... Mach doch, was ich sag. Ich sag doch, was ich mach. The Jute Flameheart. Ist gerade auf dem Boden Wasser ausgemacht. Ja, ich dachte, ich wollte schöpfen, aber da war noch Wasser im Eimer. Wasser im Eimer, Otto. Genau. So. Also ich muss wieder... Sind wir repariert? Ja, alles gut. Okay. Das sieht unter Deck nicht mehr hübsch aus, aber wir sind tatsächlich. Da kommt schon der erste Hans angegondelt. So. Ja, aber der geht vorbei. Geister Hannes. Steuerbord. Was? Aha. Steuerbord? Backbord. Backbord. Ja, ich hab mir gefragt, wo ich hin muss. Alles gut. Ich bin an der Kanone.
Sind Sven und Anna noch da, oder? Ja, wir ja, schießen mit euch hier. Wir haben gerade eben das Schiff versenkt. Nee, da nicht hin. Scheiße. Ja, ich hab, mein Finger war, ja. Sag mal, vielleicht sollten wir mal... Sollen wir einen Anchor-Turn machen? Können wir machen. Ach. Ja. Obwohl, wir, wir kommen eigentlich gut da rein gerade. Eins, zwei, drei. Wir machen einen Anchor-Turn. Anchor-Turn. Lass uns mal die anderen ein bisschen dupieren. Ja, ich hab's gesehen, es fehlt ein... Dupieren die alle mal mit dem Anchor-Turn. Das war jetzt ja, wir können jetzt müssen wir gleich an Steuerbord sein, jemanden haben. Ja, okay. Sind wir. Steuerbord sind wir? Oh, da sind ganz viele. Ah, ja. Du Scheiße. Ne, es sind ja, eigentlich nur zwei, die anderen fahren nämlich weg. Ah, okay. Aber wenn du vielleicht noch ein bisschen... Ja. Es hat aber trotzdem gut geklappt. Oh, voll. Ja, ja, das könnte was werden, Ah, es wird was! Das ist ein Hammer, Tommy! Ein Hammer! Krabbeis, hau ein rein! Und? Hau rein, Krabbeis! Oh, nein. Ich mach doch! Ja! 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 Sauber! So, so muss das. Sauber? Ja. Bernd, Sauber. Der Broterfinder und Geisterschiffversenker. Der Dings, der Podcast-Schiffversenker. Ja. Ich wollte dich loben, ich wollte mal ausnahmsweise. Du müsst doch eigentlich jetzt gut hier hochkommen, oder? Ja, da ist Loot hochgekommen, aber wir fahren einfach mal gnadenlos davon weg. Ja, ich kann doch nicht. Wir haben also, allerdings auch fast keine Kanonenkugel mehr. Ich möchte nur erwähnen. Also, wir haben ganz viele. Ganz viele. Wir haben den Anchor-Turn versuchen. Anchor-Turn! Oh, die Anchor. Wir können auch gleich noch den Zweimaster da versenken, der da rumfährt. Das ist auch kein Problem. Ich weiß schon, wie du meinst. Alexander, wir haben schon noch Kugeln. Achso, weil? Ja. Was ist jetzt eigentlich mit der Schaluppe? Greift ihr euch an oder ist sie für euch freundlich gesinnt? Die so, jetzt... Wo ist denn jetzt das Loot? Haben wir das noch irgendwo in der Nähe? Wenn sie euch hätte angreifen wollen, dann hätte sie das gemacht, als ihr beschäftigt war. Jetzt bin ich, glaube ich, einmal über stark gegangen. Also ja, manchmal warten die ja auch, bis alles versenkt ist. Ne? Wo sind die denn? Wer denn? Die Kanonenkugel. Die Kanonenkugel. In dem oberen Kanonenkugelfass. In dem oberen? Ja. Entschuldige. Okay. Holm, ich war unkonzentriert, weil der Alexander Hoaxmaster mich mit irgendeinem Zeug zugelabert hat. Worum geht's? Ja, jetzt ging nur die Frage, ob hier irgendwo noch Loot war, weil ich eigentlich wieder dahin zurück bin, wo wir die eben versenkt haben. Oh. Also da war eigentlich Loot, da fliegen dann so Geister drumrum, aber ich sehe es auch nicht. Vögel. Heißt das nicht, dass die Schaluppe da geklaut hat. Ach so. Ja, die war direkt, das kann sein, die war direkt vor uns, also... Ja, okay. Aber sind die jetzt? Fuhr dann uns... Die Schaluppe ist jetzt achter aus, also da... Was heißt achter aus? Ach, da hinten? Hinter uns. Ja, die haben das. Okay. Die Sausäcke. Los, wir versenken die Schaluppe. Ja, los! Echt jetzt? Ja, los! Na gut. Aber ich weiß nicht, ob wir hinkommen. Nein, das Loot ist da, rechts von uns, Ist es noch da? Okay. Da sind noch ein paar Geister, die rumschwirren. Aber die Schaluppe ist doch schon auf dem Weg dahin. Ja, dann lass uns zurück zu den grünen Geistern fahren. Sloop S. Glissard, Captain Buried Treasure. Also eigentlich kreisen wir gerade umeinander. Ja. Eigentlich müssten wir euch... Die Geister sind weg? Ja, die Geisterschiffe sind weg. Die haben Die Geister, die da rumschweben, da sind sie, da. Ach so. Wir müssen jetzt noch ein bisschen... Nördlich. Tommy, wir sind so gut, wie wir noch nie waren in diesem Spiel heute Abend. Wir jetzt oder die? Und alles nur, weil ich dabei bin. Nein, wir haben auch ein paar. Ihr habt super die beiden Geisterschiffe und ich glaube, Anna und Sven haben die drei anderen erledigt. Ja, und wir haben dieses Captain-Schiff da, das rote, erledigt. Ja, dann wir haben das Captain-Schiff erledigt. Dann müssen wir jetzt eigentlich die Schaluppe versenken, die unser Loot... Die klauen gerade fröhlich unser Loot. Ja, dann ist das die Schaluppe. Dann müssen wir der Schaluppe hinterher. Da seid ja auch ihr da hinten an Steuerbord, oder? Ja. Dann komm, Holm. Und fahr da mal hin. Ja, die klauen nämlich gerade das Loot. Dann fahren wir der Schaluppe hinterher, ja? Nein, das ist nicht okay. Wenn die unsere Loot, das ist ja eigentlich das, was wir sonst immer gemacht haben. Und dann sind auch andere gekommen und haben uns versenkt. Fährst du Steuerbord, Holm? Steuerbord ist halt Holm, ein Felsen. Fährst du Steuerbord, Mann? Hast du nicht Steuerbord gemacht? Deine Mutter fährt Steuerbord! Also, so eine richtig scharfe Kurve da so nach.
Ach, mal wie da so. Vielleicht müssen wir so einen Enker-Turn machen. Guckst du Steuerbord voraus? Ist Felsen. Die Challenge ja, mit 5 Minuten lang deine Mutterwitze hatten wir auch schon lange nicht mehr. Was? Die Challenge mit 5 Minuten lang deine Mutterwitze hatten wir auch schon lange nicht mehr. Ja, und das war eine schöne Zeit, als wir das nicht mehr hatten. Ja. Nein, aber Anna hat da gerade damit gut. Die Anna hat damit angefangen und die Anna hört direkt damit wieder auf. Nein, Anna. Moment. Ich muss einmal zeigen, wie ich damit cheaten kann. Ach so, ja, mach. Alexa, deine Mutter. Deine Mutter ist zu schlank. Heidi Klum hat sie schon nach ihrer Diät gebracht. Ne? Okay. Oh, sie macht anti-deine Mutter-Witze. Die sind immer lieb. Das ist. Also. Das ist auf eine Art schön und enttäuschend zugleich. Ja. Vielleicht, wenn ihr in der Nähe von Anna wohnt, vielleicht nehmt ihr mal Kontakt mit ihr auf, dass ihr. Oh, der ist uns beigetreten. Anna mehr soziale Kontakte gibt, damit nicht mit Alexa spricht. Ja, stopp. Der ist uns beigetreten. Der ist unserer Crew beigetreten. Ja, und? Das heißt, wenn wir er jetzt verkauft. Ihn trotzdem versinken. Ja, dann gehört es uns, ja. Ist schon okay. Aber dann lass mir ihn. Aber ihn trotzdem versinken. Könntest du Steuerbord. Ja. Sehen wir es als eine Dienstleistung, oder? Sag mir eine Richtung. Wie weit nach Steuerbord? Weit, glaube ich. Oh. Es stellt sich jetzt die Frage, also geben wir jetzt einfach unser Case ab? Wir haben ja gar nichts. Nee. Wir haben euren ganzen Kram. Dann geben wir jetzt ab, bevor der Alexander sein System runterfährt. Ja. Nein, wir müssen die Schaluppe versenken. Aber die ist doch jetzt in unserem Bündnis. Ja, und wir können sie trotzdem versenken. Warum ist das leider die Bündnis? Ich habe nicht unterschrieben. Ich habe die Flagge der Liebe oben gelassen. Das ist, ich habe nichts unterschrieben. Leid. Aber der Sven hat sie auch oben gelassen. Ja, und jetzt sind die unserer Crew. Das heißt, wenn die verkaufen, bekommen wir auch Loot ab. Der Sven ist auch so ein Weichei. Auch nicht das immer dieser Konsens-Sven. Das ist ja furchtbar. Echt? Sven könnte meinen, dass ich. Oh. Ah, Moment, die sind abgehauen. Die sind wieder abgehauen. Nein. Ich bin schuld. Ich habe das Bündnis. Ich hab unser Bündnis gelöst. Oh, fuck. Warum? Weil ich versehentlich das Falsche geklickt habe. Zum letzten Mal dabei. Müssen wir sie jetzt doch jagen. Scheiße. Sollen wir sie nochmal joinen? Oder? Dann sagt mal, wo die sind. Wir joinen. Aber nein, die dachten doch jetzt, wir ergreifen sie an, weil du das Bündnis gelöst hast. Ja, oder? Das können wir denen ja sagen. Na, dann mach das mal. Wir gehen jetzt. Also sagen oder? Ahnung, was geht jetzt. Ja, die fragen uns, please join again. Ja. Das hab ich gefragt, Sven. Bin doch ich. Achso, ja, ich hab hier die Stream-Namen drin. Also das heißt, das ist. Achso, ja, mache ich in der Regel auch. Habe ich heute nicht gemacht. Ja, das. Weil sonst kann ich euch nicht unterscheiden. Ich wusste ja nicht, dass ich nur mit dir auf dem Boot bin. Ja. Und die anderen auf dem Boot bin. Ja. Please join again. It was a mistake. Du da machst und join again. Sei nicht traurig. Please stärke FDP. Join bitte. Warte, der hat ich ja auch seine. Jetzt einfach ich glaube, der hat seine Flagge der Liebe noch oben. Also theoretisch können wir uns auch zurückfallen lassen und den anderen wieder joinen. Sven. Ich guck, Holm. Wir fahren erstmal zu den anderen beiden hin. Ich kann dem beitreten. Ja, ich guck. Dann können die anderen uns beitreten. Die sind weit hinter uns, Holm. Hinter uns. Weit hinter uns. Wieso hinter uns? Was ist denn das für eine Scheiße? Ich dachte, wir geben gemeinsam was ab. Weil die ständig im Kreis fahren. Nee, warte mal. Blöd. Okay, wo wollen wir denn dann hin abgeben? Holm, tu mir mal einen Gefallen und lenk mal Richtung Backbord ein bisschen ein, kurzfristig mal. Okay, dann sind sie vor uns. Dann musst du Richtung Steuerbord einlenken. Freunde, da rechts, Steuerbord von uns, ist ein Schiff. Das sind Anna und Sven. Nein, nicht das. Warte. Da sind mehrere Schiffe, die. Ja, holen wir uns das Loot. Da müssen wir hinfahren. Einmal ankern und dann. Also ab nach Steuerbord. Ja, na klar. Steuerbord, okay. Seht ihr die Schiffe? Was war das denn? Wo denn? Ich frage mich, was die jetzt vor uns sind, oder? Ja, jetzt voraus. Ja, genau. Okay. Dann fahr ich da halt hin, wenn Sven ihr das und sagt. Anna. Ja.
Ja. Wo, was macht ihr denn gerade so? Wir holen uns Loot, gerade was im Wasser ist. Ja. Wir stehen hier vor der Arena und holen Loot. Okay, weil wir fahren gerade auf drei Schiffe zu. Aber wo ist denn das Loot? Bei Fool's Lagoon sind wir. Genau. Ja, das sind Geisterschiffe. Aber es sind doch nicht drei Geisterschiffe, nie im Leben. Das ist, was? Nee, es ist ein Geisterschiff. Grün. Das andere sind wir. Das andere sind wir. Das erkenne ich sogar auf dem kleinen Bildschirm. Okay. Das ist ja toll. Ja, aber es sind ja drei Schiffe. Na gut. Okay, wir greifen auf jeden Fall diese Schaluppe da an. Und dann sehen wir ja weiter. Ja. Dann ist Schicht im Schacht. Richtig, dann muss der Alexander schlafen. Ja. So. Kommt aber gerne noch bei uns vorbei, dass wir kurz wieder eurem Bündnis beitreten können. Unbedingt. Ja. Ja, natürlich. Damit ihr auch was davon habt. Bündnis raus. Achso. Holm, du siehst das kleine Schiffchen da, ne? Ja, rechts also raus, ne? Ich hab heute einen Fehler gemacht. Dass du ja gesagt hast. Nee, dass ich versehentlich aus dem Bündnis rausgegangen bin. Ach so, ja. Genau, das hab ich gestern schon gemacht, ja. Mhm. Ich hätte jetzt auch professionell raften können. So, wenn wir die Schaluppe angreifen wollen, dann dann müssten wir Alexander an die Steuerkabine. Diggi und Fetti mal irgendwie kopflos auf dem Schiff rumlaufen. Auf dem Bugspriet und die ist aber flott. Fetti, leg los. Was? Fetti. Ja. Aber ich suche jetzt so blöd, ich hol die jetzt per Hand. Okay. So, jetzt also? Nee, ja, ich kann doch nicht. Nee. Holm, das ist zu eng. Du bist zu eng. Ja, aber wir fallen sonst zu weit zurück. Also. Ja, aber Holm. Ja. Ja, Holm. Ja, wollen wir nach Süden runter Richtung Plunder? Bedenke den Spaß. Jetzt. Okay. Das war voll daneben. Da muss ich wieder eindrehen. Oh, ja, scheiße. Das Problem, ja. Alexander, wir versagen ja wirklich kolossal. Nee. Scheiße, da ist diese Fuck-Insel im Weg. Die Fuck-Insel. Wer kennt sie nicht? Die Fuck-Insel. Wollen wir nach Süden Richtung Plunder runter, oder? Oh, willkommen auf der Fuck-Insel. Ja, dem neuen Film von Herrn Hamilton. Herr Hamilton. Die Älteren erinnern sich. Ja. Billitis, um Gottes Willen. Um Himmels Willen. Um Himmels Willen, wie peinlich. Ja, Tommy, dass du den Namen noch kennst, das ist aber auch. Ja, das waren mir unangenehm, dass du den Namen... Die Super 8 Filme, die am Flohmarkt immer angeboten wurden, die keiner wollte. So. Damals wollten Leute die. Ja, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich auf dem Flohmarkt nach Super 8 Filmen gesucht habe, nicht mehr. Hier ist alles voll mit Schiffen. Ich weiß immer nicht, wer ist denn das alles? Also die Schaluppe ist jedenfalls jetzt direkt vor uns. Das ist schon mal gut. Voraus. Ich versuche da nochmal so ein bisschen hinzusteuern. Aber ja, ich versuche mal vielleicht sogar... Und ihr seid wendiger als wir. Das stimmt. Das ist aber eine Frechheit. Nimmst du das halt auch so persönlich, Alexander? Ich nehme alles persönlich. Das ist furchtbar. Das müsstest du doch langsam wissen. Ja, aber ich kann es halt jedes Mal aufs Neue nicht fassen. Nimmst sogar die Windrichtung persönlich. Ich hätte übrigens noch Cheesecake-Brownies. Könnte ich, wenn ich ganz nett bin, könnte ich euch ein paar davon vorbeibringen. Mm. Ja, bring nach her. Nach Hinterhausen. Ja, nee, so. Nach Wolfenbüttel weit. Aber ihr seid doch jetzt potenziell ansteckend. Geht doch alles nicht. Ja, ich könnte sich vor das Haus stellen. Ja, weil wir auf dem Vortrag waren Freitag. Ach so. Ja. Oh, okay. Ja, und da Sophia so krass an Long-Covid erkrankt ist, machen wir halt hier volles Schutzprogramm, damit nichts schlimmer wird. Ah. Genau. Ja. Isa hat jetzt auch mit Halsschmerzen und so mitgebracht aus dem Disneyland. Ja, du sagtest das schon, aber du hast bis jetzt noch Schnelltest negativ? Bis jetzt noch Schnelltest negativ, aber ich würde halt so, bei mir war das ja nach der Gamescom auch nach 5 Tagen, also von daher. Hattest du Covid? Nach der Gamescom, also überraschenderweise. Nach der Gamescom. Wer hätte es gedacht? Ja. Sowas. Aber gut. Bei mir war es ja... Nach Messen hat man ja schon vor Jahren Covid gehabt, da hat man es nur anders genannt. Ja. Messgrippe. Ich habe ja 3 Wochen davor meinen dritten Shot gekriegt. Da hat ja der Arzt gesagt, das ist kein Problem, wegen der Messe könnte ich meinen dritten Shot dann kriegen. Und genau das eingetreten, was er gesagt hat, da sagt er, ne, wenn es mich trifft, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine schwere Erkrankung kriege, sehr, sehr, sehr gering. Und so ist es eingetreten. Also. Ja. Ja. Ihr verkauft da gerade fleißig, ne?
Nein, nee, wir fahren zu euch. Das ist euer Bündnispartner, der nicht mehr unser Bündnispartner ist. Aber wenn wir euch joinen, dann wird er wahrscheinlich auch wieder Bündnispartner. Ja, genau, genau. Deswegen fahren wir jetzt rüber. Kannst du die Fahne managen? Wir kriegen dauernd, das ist toll, wir kriegen ganz viele Sachen hier gerade. Ich bin so gut heute Abend, das ist so geil. Vor allem siehst du das, wie es zählt? Ich sehe, wie es zählt, ja, ja. Ich habe schon... Ich sehe, dass die Schaluppe vor uns wegfährt und... die ist zu schnell irgendwie, ne? Die ist das ist flink, übrigens ein Gespenster, also ein... Ja. Was kann man sich eigentlich für diese... Was kann man sich denn eigentlich für das Geld kaufen in diesem Spiel? Schicke Klamotten, schönes Schiffchen. Schicke Segeln. Ja. Schönes Schwert, einen schönen Eimer. Oh, okay. Was? Vielleicht sollte ich das mal tun demnächst. Hast du mir eigentlich mal irgendwann mal zugehört? Wem? Dir? Mir. Du warst nochmal wer? Sollten wir dir zuhören? Klaus-Dieter. Es gibt nur zwei wichtige Achievements. Ruhm und Ehre und Fische. Fische? Fische. Ja. Wieso Fische? Ja. Angeln, ja. Ich komme immer nicht zum Angeln, weil der Tommy mich immer klingelt. Man muss, ja, auch Alexander, wir können mal einen Angelstream machen. Ich wollte mal so eine Angelgalley machen. Ja, dann erklärst du mir auch, das geht mit dem Angeln. Vorsicht, wir haben das Schiff jetzt vor uns, Geschütze besetzen. Ja. Jawohl. Ja. An Steuerbordseite. Jawohl. Falsche Seite. Das müsste jetzt... Das wird was. Das Wichtige ist halt, dass du den Fang auch beide daneben geschossen verkaufst. Ich weiß nicht, wie man es schafft, aus dieser Entfernung. Weil wir so schnell sind. Ich gebe zu, das ist eine Leistung, derer werde ich mich noch lang rühmen. Denn das war wirklich das Beschissenste, was wir jemals nicht geschafft haben. Aber beide zum Glück. Alter. Wenn ich das allein gewesen wäre. Wir sind wirklich einen Meter von dem Schiff. Wie haben wir das geschafft? Ich weiß gar nicht, wie das geklappt hat, dass wir da so dicht dran gekommen sind. Ich weiß gar nicht, wie es die Kanonenkugel geschafft hat, nicht dieses Schiff zu treffen. Das gibt es gar nicht. Alexander, bitte hör auf, das ist jetzt nur noch verzweifelt. Haben die überhaupt die Joint-Flagge drauf? Ja, ihr müsst mal die Joint-Flagge bitte hoch machen. So eine Anmast-Bündnis-Flagge vorschlagen, bitte. Ja, bin schon dabei. So lustig. Wenn der aber hat er jetzt wenigstens... Hör bitte auf. Notiz von uns Scheiße. Genommen. Was? Also jetzt ist aber dieses Ding hier an Steuerbordseite. Achtung, halt, Steuerbordseite, Geschütze. Ja, ich komme. Vorsicht, aber da ist... Sind unsere eigenen da. Ja. Nein, nicht! Entschuldigt die Schaluppe bitte? Da hinten, nicht das große. Was sollte das denn jetzt? Entschuldigung. Ich habe aber getroffen. Wir sollten uns joinen! Du machst den Post! Du joinerst! Hast du jetzt nicht wirklich auf die geschossen? Ja, da war ein Schiff und Olma hat gesagt, geh ans Geschütz. Das kann doch nicht sein, Alexander, zum zweiten Mal, dass uns das einmal passiert. In Ordnung. Holm hat gesagt, schieß. Oh, wir sind in einem Bündnis. Da senkt was! Ja, schön, dass es und das Schiff versenkt. Versenkt und wir sind in der Nähe des Außenpostens. Ach, war das gut. Eigentlich kann nichts mehr schief gehen. Nur weil ich so gut schnell geschossen habe. Dann kommt der Kraken. Bisschen Segel weg, oder? Ja, jetzt kommt der Kraken. Ja. Jetzt kommt Karen. Nein, bis jetzt noch nicht. Lass mal bitte auf zu umkinnen. So, wenn ihr jetzt mal mir sagen könnt, bitte? Wo wir das Loot jetzt finden von dem Schiff. Ja, dort, wo wir es gerade versenkt haben. Ich gehe mal in den Ausguck und schaue nach. Ja. Danke. Sehr gern. Hörst du mal bitte auf zu unten? Wer hat uns hier angeschossen? Du hast doch Kraken gerade gesagt. Hast du gesagt oder hast du nicht gesagt? Was habe ich gesagt? Dass die Kraken kommt. Ja. Das ist doch Unkerei. Ja. Das ist überhaupt nicht Unkerei. Das ist einfach nur, so ist das Gesetz der Sea of Thieves. Ach so, okay. Also. Ja? Du musst... Jetzt schießt er schießt auf uns, dankeschön, ja. Also. Ja, das also war klar. Warte mal, ich du auch musst... Mal? Warte, ich stehe am Gespitz. Nein! rechts von uns, also Steuerbord. Ich seh's. Okay. Komm, lass uns mal das Loot holen, das schaffen wir irgendwie. Alexander, nimm mal ein bisschen Segel weg. Ich weiß nicht, ob Grit weiß, was ihr hier für ein Spaß entgangen ist, aber sie bekommt jetzt das Blütenmeerfeuerwerk. Oh. Hui. Ah, danke, dass du uns daran denkst. Wir könnten auch noch ein bisschen Feuerwerk wegnehmen. Wir können auch ein bisschen Feuerwerk wegnehmen. Also nicht ganz weg, sondern halt einfach weniger. Ich weiß ganz genau, was du meinst, Freundchen. Das wird jetzt hier mal schön hier... So, jetzt Segel ganz weg. Segel ganz weg?
Ja, würde ich sagen. Hau mal die Segel da ganz weg, Tommy. Ich bin gerade dabei. Nee, ich bin an falschen. Warte mal. So, jetzt und hier, schön, zieh ich das mal hoch. Schön, ja, schön, also halb, jetzt halb, weil jetzt sind wir wieder vorbei am Loot. Also ein bisschen segeln lassen, ja. Ein bisschen segeln lassen, ja. Wir können jetzt hier auch einen Klumpsnack halten, wann wir die Segel runter und wieder rauf. Ja, ich bin die ganze Zeit ich auf Haftsteuerbord. Ich finde, wir sollten das ausdiskutieren. Sag mal, du Kipsnacken! So, also. Das hat einfach... Ja, wir waren einfach schon vorbei wieder. Das war Tommy, einfach nicht das, was du gesagt hast, Holm. Was? Was? Ja, Tommy, doch, ich hab doch zugehört. Ich hab ganz genau zugehört, was der gesagt hat, dessen Namen ich... Einfach mal zu langsam. So. Der Typ da. Also. Ja. Wo, jetzt müssen wir mal wieder gucken, wo das scheiß Loot jetzt geblieben ist. Ja. Ja. Wenn wir da so schnell vorbei sind, dann... Du hast mir gesagt, ich soll da so eine blöde... Ja. Soll da für die Grid irgendwas machen und... Es gibt dann jetzt auch gleich links, an Backbord ist das Loot, an Backbord, ich sehe es. Gleich die Abschlussprüfung für euch und wir gucken, ob ihr wisst und euch gemerkt habt, wo welches Loot hinkommt. Wenn ihr überhaupt welches habt. Ja. Also dieser Tonfall, wenn ihr überhaupt welches habt. Das ist so ein bisschen, ja, dann macht ja, das ist so eine Mischung aus toxisch und gönnerhaft, weißt du? Ja, so ja. Star Wars-Fan-mäßig irgendwie. Ja. So kennt man mich. Das sind auch die Leute, die ihren akademischen Grad auch in ihrem Tonfall vor sich hertragen. Ja. Frau Doktor. Ne? Frau Doktor macht den Abschluss. Nicht zu viel Segel. Das war nicht beabsichtigt. Jetzt sind wir eigentlich mitten dazwischen. Also näher geht nicht. Ja, ja. Okay. Ja, der kam einfach etwas zu schnell. Der wer? Der Steg. Oder der Doktorgrad. Der Doktorgrad auch. Ja, also das Problem war, dass Adorabell so schon vergeben war. Hm. Und, Aber das ist doch adorabel. Ja, aber das, Oh Gott, das ist weh. Ja, also auf jeden Fall habe ich deswegen den Doktortitel. Das ist sehr schön, dass ich jetzt auf Discord und bei Steam Herr Waschgau heiße. Also. Das ist sehr lustig, wenn wir Counter-Strike spielen. Herr Waschgau? Herr Waschgau has killed. Herr Waschgau. So. Toll, jetzt bin ich ins Wasser gesprungen und genau in dem Moment, wo ich was vorher habe, was wegabonniert. Du könntest jetzt den Herrn Holmes auch noch aus. Dann abonniere mich einfach wieder hoch, ja. Danke. Guck mal, so. Wie gut ich mit der Harmonika. Habt ihr das gesehen, wie gut ich mit der Harmonika umgehen kannst? Du mit der Harmonika umgehen kannst. Harmonika, glaube ich. Ja. Mal holen. C-Dur. So, dann schauen wir doch jetzt mal, wo befindet sich beim Kohlenklaus. Nee, wie hieß der? Goldgerd? Nee. Goldgerd. Das war zumindest einer, der in Alliterationshausen wohnt. Komm, wir fahren zum Kohlenklaus. Er holt dann seine Kohlen raus. Also, am grünen Feld. Ich glaube, der Plunder-Außenposten wäre es vielleicht, oder? Genau, also ihr müsst erstmal zu einem Außenposten. Hier ist alles voller Schiff. Ich weiß gar nicht, welches unseres ist. Warum habe ich hier eine Schnilldite sitzen? Ja, woran erkennen wir eigentlich, welches unser Schiff ist? Ist das das mit den Wegmarkierungen drumherum? Ja. Okay, also der Plunder-Außenposten Holm befindet sich im Südosten. Südosten, okay, gut. Südosten. Oh, da haben wir jemanden verkauft. Wer hat denn das gemacht? Unsere Bündnispartner. Ach, unsere unbekannten Bündnispartner. Die unbekannten Bündnispartner. Nein, ich verkaufe doch gerade. Ach, Kinder. Ja, das sind die bekannten Bündnispartner. Das sind die bekannten. Ja. Du hast die Köderkiste verkauft? Ja, die Söderkiste habe ich verkauft. Die Söderkiste mit Würmern drin. Das passt auf eine Art. Ja. Mit Maden und Egeln und Regenwürmern. Ah, wunderbar. Aber Sven muss die Kisten auch voll machen, ne? Die Würmerkiste, da fehlte noch einer, glaube ich, aber die Dinges war gerade voll. Es fehlt ein Wurm. Kanonenkiste, meine ich. In der Würmerkiste. Hat doch kürzlich jemand ernsthaft sehr, sehr, sehr schön mit den Segeln. Danke, ja. Jemand hat uns eine Mail geschrieben, wenn wir auch immer auf den Söder schimpfen würden, warum wir dann nach Bayern gezogen sind. Das fand ich auch ganz spannend. Weil wir das System von innen verändern wollen mit dem Marsch durch die Institutionen. So ist es. Ja, dann fangt mal an. Nennen die Organisation dann von innen aufmischen. Ja, die werden wir von innen aufmischen, ja. Arschkirchen, SPD-Bundeskanzler. Wie heißt das? Bürgermeister.
Ja, wir haben tatsächlich in Arschkirchen ist tatsächlich ein SPD-Mensch. Und es werden drei Windräder gebaut. Hast du es gelesen, Tommy? Nein, habe ich nicht. Doch, in der Arschkirchener Region werden drei große Windräder gebaut jetzt. Ja. Das wird doch schon noch Hinterhausen. Aber das darf man dem Söder nicht sagen. Das wird doch irgendjemand, wird das auch verhindern. Aber ohne Scheiß, eine Gemeinde ist wegen Widerstand aus der Gemeinde dann nochmal ausgestiegen. Es waren eigentlich mal vier Gemeinden hier um Arschkirchen herum, aber es sind jetzt nur noch drei, die mitmachen. Es gibt ja auch hier in der Nähe so einen Typen, der immer so seltsame Verschwörungstheorie-Postwurfsendungen einwirft. Oh. Wir ganz schön. Einen kleinen Flyer der Zeugen Jehovas drin, aber nur einen ganz kleinen Flyer. Ich wollte mal sagen, ich kriege immer nur religiöse Postaufsendungen. Ja, die ist von mir. Das ist interessant, dass die Zeugen Jehovas sich in Bayern offensichtlich nicht zu klingeln trauen. Das fand ich spannend. Ja, die haben einmal zu oft geklingelt. Die werfen nur verschämt Flyer ein. Genau, ich schicke die immer zu Lydia. Da müssen wir jetzt hin, zu der Insel da. Links. Welche Insel? Hier, zu der rechts, oder? Da, wo wir stehen. Da, wo wir stehen. Da, wo die ganzen Schiffe sind. Ach, da, direkt die Insel hier vorne, wir sind schon da. Ja, wir sind schon da. Ach so. Sollen wir mal weniger Segel geben? Hier mit der Wahrheit. Ja, macht mal weniger Segel, ja. Sonst knallen wir gleich irgendwo gegen, bevor wir... Okay. Ich bin hinten, Tommy, am Segel. Dann bin ich mal vorne, Alexander, am Segel. Das ist der schön, Plunder, Tommy. Der Plunder-Außenposten. Da kommt ein Plunder-Außenposten. Da gibt es diese leckeren kleinen Backteilchen. Sollen wir mal so einen Anchor-Turn machen? Das Geile ist, wir wissen gar nicht, wie der geht. Nee, natürlich nicht. Aber es klingt geil. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie ihr den so macht. Ja. Merkst du diese Häme in der das Stimme? Das ist schon, ja. Diese doktorhafte Häme. Ja, ich hatte sie auch nicht in Erinnerung. Ja, Doktor-Häme nennt man sie auch. Tut mir sehr leid, dass ich angeschleppt habe. Wir müssen jetzt ganz einmal um die scheiß Insel rumfahren. Folgt einfach dem Feuerwerk. Weil ich gerne gegen die Insel fahren wollte. Weil der Holm nicht lang geht. Ihr fahrt jetzt echt nochmal rum? Die Frau Doktor. Ihr fahrt jetzt echt noch mal rum? Natürlich fahren wir um die Insel rum. Was soll ich denn machen? Sollen wir durch die Insel durchfahren? Oder? Das können wir erst, wenn wir das Buch von Florian Eigner gelesen haben. Die man mit Schiffen durch die Insel fährt. Wir sind schon fast rum. Wir sehen euch noch nicht wieder, aber fast. Wir sind schon fast mit Kopf voll rum. So. Wir können ja wieder bei dem Napsülzenhaini nichts verkaufen, ne? Wir müssen zu der anderen. Wir müssen zum. Da müssen wir nicht hin. Da müssen wir nicht hin. Musst eins weiterfahren. Hosenpier. Okay, gut. Zum Hosenpier. Ist das nicht der Hosenkavalier? Der Hosenkavalier. Doktor Hosenkavalier. Jetzt ist mein Hirn. Der Hosenkavalier? Ich weiß nicht, ich habe einfach gerade... Das ist der ohne Rosen. Das ist der ohne Rosen, richtig. Der hat die Rosen voll. So, also noch ein nur, kleines... Weil er nie eine Hose anhat beim Spiel. So, jetzt weniger Segel. Sag nochmal weniger Segel. Noch weniger Segel. Ah, okay. Wenn man ganz oft weniger Segel sagt, ist es dann so, dass es dann seinen Sinn verliert? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich will nur möglichst die anderen Jungs da nicht rammen. Die ja auch Medik. Hört auf damit! Ja. Was blubbert denn da? Es ist ja. Das ist der Sven mit seiner. Also, können wir ankern oder sowas? Ja. Es blubbert so spät durch Nacht und Wind. Es ist der Sven mit seinem Blödelfon. So, was mache ich? Hallo, wir haben noch 22 Uhr. Jetzt seid ihr mit dem Rücken dran. Das kann man auch so machen. Ja, das ist. Ich habe jetzt einen Anker geschmissen. Ja, wir faxen dich. Oh, eine schöne Truhe, ich nehme lieber. Okay. Er hat die Dachsenficke. Oh, so, also. Dann lass uns jetzt mal die Sachen abgeben. Jetzt müssen wir hier immer ins Wasser springen für jeden Scheiß. Wo sind denn die Sachen zum Abgeben? Ach, da vorne. Ihr könnt auch an den Steg fahren. Ja. Wir könnten an den Steg fahren. Ihr könnt auch an den Steg fahren. Aber das würde hier so enden, dass die komplette Insel dann in Schutt und Asche stehen würde. Außer der Steg. Weil das ist das Einzige, was sie nicht berühren würde. Mein lieber Sven, bisher war es ja Spaß. Aber es war bisher die beste Runde, die wir je gemacht haben. Ich weiß nicht, wo diese Häme herkommt. Ich frag mich halt, woran das liegt. Sagen wir es mal so, nicht am Sven. An mir auch nicht. Nein, natürlich. Wo kann man denn so eine Action-Chest abgeben, bitte? So eine was? Okay, das ist jetzt was Besonderes. Darf ich das zeigen?
Hast du noch so viel Zeit, Alexander? Ja, bitte. Ich fängt sie an zu fragen. Das ist ein Fitter. So, also, wo ist denn die Ashen Chest? Ich bin hier in meiner Hand. Genau. Ja, genau. Kann man sie öffnen? Nein, ne? Ich habe es eigenständig geschafft, eine Kiste Zucker zu verkaufen. Wir müssen einen Schlüssel dafür holen. Und den gibt es zu kaufen. Ja, den gibt es zu kaufen bei dieser guten Frau. Ach was. Da kannst du eine Aschestruhe Versteckfahrt kaufen. Stell es mal hin. Muss ich jetzt also erst mit ihr reden? Hast du überfallen? Ja, lass die erstmal fallen, die Kiste. Fallen? Ja. Genau. Fallen. Und jetzt redest du mit der Frau. Jetzt red doch mal mit der Frau. Beteilige dich mal. Jetzt red mal mit ihr. In ihren Angeboten gibt es eine Aschetruhen-Schlüsselversteckfahrt oder Aschenschlüssel-Versteckfahrt. Warte, Moment. Continue. Ist sie nicht Aschetruhe-Schlüssel-Versteckfahrt? Laminar Stock. Letter of Intent. Ashen Chest Stash Voyage. Okay. Yes. Schlüssel! Du brauchst einen Schlüssel! Kauf den Schlüssel! Nicht die Chest! Nee, ich hab die Voyage gekauft jetzt. Mhm. Ja, eine Voyage ja, aber für einen Schlüssel oder für eine Chest? Für die Chest. Aber du brauchst doch einen Schlüssel. Ach, den Keystash. Du brauchst einen Schlüssel für deinen Aschenschlüssel. Ist okay, alles gut. Wir machen das mit unserem Schiff, dann kann auch, weil ansonsten müssen ja auch alle abstimmen. Wie, das heißt, ich muss jetzt noch eine, ach so, oh Gott. Also kannst du machen, aber du kriegst halt quasi eine Quest. So. Die hast du auch jetzt für immer, bis du sie machst. Okay, weißt du, wie du sie... Du kannst ja bei du findest mir jetzt aber, du findest aber nach wie vor, die Anna kann das gut erklären, ne? Ich frage nur zwischendurch. Jetzt hört's auf. Ja, ne? Bitte? Ich habe jetzt eine Truhe in der Hand und habe irgendwelche Sachen gekauft. Und jetzt? Willkommen in meinem Leben. Also, hast du diese Schlüsselfahrt gekauft oder nicht? Ja. Diese Schlüsselfahrt. Okay, dann musst du jetzt einmal lass die Truhe da stehen und komm mit zu deinem Schiff. Zu meinem Chef, sehr wohl. Genau. Ich rede mit dir wie mit einem kompletten Vollidioten. Ich genieße jede Sekunde. Weiter bitte. Weil du dich das nicht raus. Ja, ich gehe zu meinem Schiff. So. Genau, zu deinem Schiff. Einmal hier zu dem großen, zu dem Tisch, der neben dem Bett ist. Der Tisch, der neben dem Bett ist? Schau mal. Nein, das ist kein Tisch. Ich komme gleich rüber und drehe dir den Arsch. Schau mal, Alexander. Nein, das ist auch kein Tisch. Das ist ein Stuhl. So. Wo ist der Tisch? Jetzt schau noch mal ganz genau hin. Wahnsinnig, der Krabbeiß macht mich wahnsinnig. So. Jetzt schau noch mal. So, genau. Hier, auf andere Seite. Andere Seite hier. Dieser Tisch. Ja. So, und du kannst mit diesem Tisch interagieren. Jetzt propose ich eine Quest, eine Voyage. Genau. Und dann kannst du jetzt die Schlüsselfahrt. Ja, genau. Ja. Schlüssel. Und jetzt müssen noch mindestens, also einer, der Holm oder der Tommy, jetzt müssen bin ich gerade von Bord gegangen. Hier zustimmen, dass sie diese Quest machen wollen. Das ist jetzt Tommy, das Schwierige. Wenn du jetzt nicht zustimmst, dann... Ich bin Tommy schon auf dem Weg, wenn ich wüsste, wohin. Ja. Ich komme. Der Tisch, der am Bett ist, Tommy, falls du nicht zugehört hast. Ich habe nicht zugehört. Was ich der mir Tisch gar nicht vorstellen kann. Ja, der... der Tisch am Bett habe ich gehört, ich weiß aber nur, Bett wessen. Boah. Wessen Bett? In unserem Schiff. Ich weiß nicht, wer bei euch in diesem Bett schläft oder ob ihr vielleicht alle zu dritt in diesem Bett schläft. Unter Deck. Sie redet mit ihr. In unserem Schiff. Na, da gehe ich doch da mal hin. Sie redet mit Tommy wie mit einem Vollidioten und ich genieße jede Sekunde davon. Jede Sekunde davon genieße ich. In unserem Schiff. Na, da komme ich doch mal rüber. Wo ist denn hier ein Schiff? Das Handelsbund. Wo ist denn der Bier, oder? Am Steg mit der dünnen Frau. Schaut eigentlich überhaupt noch irgendwer bei diesem Drama zu? Soll ich jetzt eine Mission vorschlagen? Nein. Nein, mitmachen. Du musst da... Für die Mission abgestimmt. Genau. Ja, wunderbar. So, und Alexander, jetzt? Wenn du jetzt auf Q drückst und dann auf Leertaste, ohne das Q wegzulassen, solltest du eine Quest haben mit einer... Ja. Genau, mit einer Karte. Und auf dieser Karte ist ein X. Und da, wo das X ist. Ja. Ja, warte. Da, wo das X ist. Befindet sich ein Schatz. Befindet sich ein Schatz. Q und Leertaste. X marks the spot. Ja? Jetzt
Nee, da kommt so ein Kreis und da ist nichts drin. Cool, Leertaste. Da müsste eigentlich eine Quest sein jetzt. Ja, habe ich schon angenommen. Ja, mit einer Karte. Ja, ich sehe sie übrigens, die Karte. Wo ist sie denn? Okay. Ich habe sie gerade vor mir. Alle an deinem Boot haben jetzt diese Karte. Ja. Da müsst ihr jetzt gucken. Wo ist sie denn, Tommy? Du drückst auf Q, dann auf Leertaste und dann hast du da eine einzige Karte und das ist witzigerweise auch die richtige. Ja, habe ich angeklickt. Und dann? Dann klickst du drauf, also du klickst und dann hältst du sie vor deine Fresse, die Karte. Automatisch hältst du die dann vor dein Gesicht, da kannst du kannst auch nichts anderes machen. Nerdy-Geek, als sorry. Ich hab die ist da nicht. Okay, macht ja nicht. Ich hab sie, ich gehe jetzt mal dieses Ding suchen. Und der lustigste Moment heute war für mich, als die Anna mit ihrer Engelsgeduld was erklärt hatte und gesagt hat, so, und jetzt siehst du die Karte und ich sehe dich vor mir, deine Spielfigur, wie sie eine Angel zückt. Das war für mich das absolute Highlight heute. Ich könnte euch gerade, moin moin, ich glaube, ein Sack voll Flohhüten ist einfach. Ja. So, jetzt müsst ihr an der Stelle, wo das X ist, graben. Okay, ja? Okay, ich hab jetzt die Angel. Ich hab die Angel. Alexander. Soll ich jetzt angeln? Nein. Ich habe da drauf gedrückt und dann kam die Angel. Ich war dabei. Nichts dafür. Bleib mal stehen, dann kann ich mir die auch. Ja, warte, hier, schau mal, wo bist du? Hier. Wo bist du denn? Ja, warte. Ah, hier. Okay. Kann ich das überhaupt sehen? Ah ja, das okay. Das erste Mal eine vage Ahnung, was ich hier eigentlich wo verkaufen kann. Hier müsste es sein. Das ist ganz schön deprimierend, oder? Nach 2 Jahren. Oder? Ja. Ich habe immer noch keine Ahnung. Da habe ich einmal eine Kiste und dann ist die Antwort, ja, muss... Nein, warte. Herreiten, hinreiten, ausgraben, Linden küssen. Was? Also, warte, wen müssen wir küssen? Lass uns bitte nochmal auf die... lass uns nochmal auf die Karte gucken. Schau mal, das hat irgendwie nicht gestimmt. Ja, das Karte. Mhm. Ach, das, so sieht eine Karte. Okay. Mit... okay. Ach, das ist auf der anderen Seite von der Insel. Okay. Da müssen wir hin. Tommy hält die Karte falsch rum. Ich kann man gar nicht falsch rumhalten. Lache Tränen hier. Wegen meiner eigenen Unfähigkeit. Wie habe ich es überhaupt in dieses Lebensalter geschafft, ohne zu sterben? Das ist schon erstaunlich. Also auf jeden Fall nicht durch Schatz suchen. Schön, Sven, dass du es nochmal konkretisierst. Ja. Ihr habt eure Schätze doch schon gefunden. Ja. Oh. Wow. So, ich habe es gefunden. Jetzt müsst ihr zu Ende ausgraben. Rebo magst du Spot. Aschenschlüssel gefunden von Dr. Adora Bell. Seefahrt abgeschlossen. Ist schon sehr peinlich, wie sie uns debütiert hier. Yes? Ja, ich habe den Aschenschlüssel. Wo habt ihr denn die Kiste hingelegt? Vor der Frau. Ihr müsst zurück zur Kiste, genau. Vor der Frau. Hier war eine Frau. Da war eine Frau. Frau. Okay. Und wo ist die? Vor der Taverne, Tommy. Wo ich die Angel... Vor der Die hängt immer noch an meiner Angel. Liebe ZuschauerInnen, die ihr noch dabei seid im Livestream, es tut mir alles sehr, sehr leid. Aber ja, man sollte auch mal... Es tut uns auch leid, dass du an so vielen Stellen in deinem Leben falsch abgebogen bist. Und jetzt hier mit uns im Stream gelandet bist. Damit du hier in diesem Stream gelandet bist. Ich finde auch, Inkompetenz sollte schonungslos dargestellt werden. Aber es ging so gut los mit dir, ne? Du hast studiert. So. Obacht! Ja, Obacht! Bitte? Ja. Wenn wir Falsche jetzt Richtung, diese Kiste Tommy. Öffnen mit dem Schlüssel. Hier ist die Kiste, Tommy. Da sind Sachen drin und die müssen alle einmal angrabbeln. Jeder darf mal annehmen und wieder reinlegen. Genau, immer nehmen, reinlegen. Ja, okay, die Gebeine sind nicht so wichtig, aber könnte diese Katze vielleicht mal einfach kurz weggehen. Das ist eine Katze und das ist eine Box. Die Katze sitzt in der Box. Was? Sie möchte dort rein, das ist so. Ja, genau. Und immer schön diese Folianten angrabbeln. Das sind Sammlerstücke. Ihr bekommt so eine Nachricht. So, jetzt kann ich aber den Dreizack der finsteren Gezeiten auch verkaufen, oder? Ja. Ja. Der Holm ist voll im Fieber. Genau. Und danach könnt ihr das alles
entweder hier der netten Frau geben oder dem Goldfuzzi. Da liegt noch irgendwas so halbartige Beine des Teufels. Wollen wir eigentlich schon langsam mal die Schiffe... Ja, und jetzt verkaufe ich die Kiste oder was? Ja, warte doch noch. Wir müssen doch jetzt erst das Zeug da wieder reinlegen, so. Achso, ja, nee, ihr könnt die Kiste nicht direkt verkaufen, glaube ich. Achso, müssen wir es einzeln machen. Und bei wem verkaufen wir die? Genau. Bei Larina. Ah, bei der, die vor uns steht? Ja. Genau. Ach, bei der lasziv guckenden Frau hier. Die lasziv guckende Frau. Aber... Bei mir gehen sie gerade. Kann nicht abgegeben werden. Bringst zum Zelt. Dann müsst ihr den Folianten abgeben. Moment. Zum Foldguzzi. Geh mal zum Foldguzzi. Ja. So. Zu wem? Du hast den Folianten der Auferstehung 4 verkauft. Ach so, okay. Ja, dann. Zu wem muss ich gehen, Tommy? Was? Nein, ich musste das. Im Goldfuzzi da hinten, hier. Ah, ins grüne Zelt. Na also. Aber Hauptsache sollen wir das Schiff reparieren, ja? Ashen handelt in. Ach, die Kiste kann ich nicht, ja, aber ich kann die. Ja. Also die Kiste könntet ihr, glaube ich, dann wieder bei Larina abgeben. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ich versuch's mal gleich. Oh, Belobigung. Ah. Ja, Tommy, wenn man sich mal die Zeit nimmt, dann kommt man im Spiel auch voran. Nicht so wie du immer. Help, 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 help. Ja, ja, klar. Absolut. Ich hab da jedes. So, guck mal. Was hier passiert. Schau mal hier. Zack. Kann ich irgendwo. Die Lagerkisten kann man nur verkaufen, wenn sie voll sind, ne? Die kann man gar nicht verkaufen. Dann lassen wir sie da vorne liegen. Da freut sich lassen wir stehen. Das ist genau, das sind Karma Crates. Zünden wir jetzt unser Schiff an, bitte? Ja. Ich habe ein. Was bedeutet denn das beachtenswerte Logbuch des Captains? Das kann irgendjemand anders mitnehmen und kann das beim Reaper Hideout verkaufen. Okay. Ja, wenn man ein Captainsschiff hat, dann hat das auch immer ein Logbuch. Da steht drin die wichtigen Dinge, wie viel Geld man hat und wie viele Fische man gefangen hat. Mhm. Und, so. Ich mache jetzt Feuer auf dem Schiff. Achso, ich habe noch einen Dreizack zum Verkaufen. Also, ja gut. Ja, dann verkauf ihn doch. Bring schnell weg und ich mache jetzt Feuer. Ja. Und dich hat gerade wieder jemand angezündet. Wahrscheinlich Tom. Ja, aber ich bin ja jetzt Wasser. Ich habe nur hier Lagerkisten aufgeräumt. Ich war das nicht. Ich muss das mal ganz klar von mir weisen. Der jemand war, glaube ich, der es auch gesagt hat. Nee, das war ich, aber das war eher Glück. Das war der First Thing. Ja, das war aber auch eher Glück. Also, ich habe eigentlich versucht, nur einfach euer Schiff zu treffen. Macht ihr auch immer noch ein Foto vorher, während die brennen? Nee. Ja, kann man machen. Also, wir spielen dann immer Musik und tanzen dabei. Ja, dann spielt ihr mal Musik. Mach du mal Fotos. Wir haben ganz schön viele schöne Lagerkisten. Das ist sehr schade, dass wir die jetzt hier alle nicht weglassen. Das war aber eine sehr gute Runde. Ja, finde ich auch. Die Musik ist mir ein bisschen low tempo, ehrlich gesagt. Ja. Ihr könnt das Lied auch ändern. Ja. Ja, einfach aufhören. Aufhören. Du kannst sogar jetzt auswählen. Ja, genau, ihr könnt dann auswählen. Womit wählt man denn aus? Mit der Angel? Wenn du Q drauf willst, dann kannst du Herr Seemannslieder. Einfach die Angel auswählen und da dann drauf spielen. Spiel uns die Angel, Alexander. Warte, hier. Ich nenne ihn ja ab jetzt Angel Xander. Wenn ihr mal alle aufhört zu spielen, warte mal, ich habe einen schönen Song, den wir machen. Was warte. Denn? Warte. Wusstest du uns gerade ein Lied? Ach, doch, die Walküren, okay. Ja. Oder? Ja, die Walküren. Hat jemand eigentlich gemerkt, dass ich ein Fass bin, oder habt ihr das nicht gemacht? Ja, das sieht. Haben wir das alle ignoriert. Das Erste, was uns bei dir aufgefallen ist, das muss ich mal ganz klar sagen. das ist gut. Achso, du meinst jetzt, achso. Also, zum Thema Fettshaming, meine Figur ist zu dick, du siehst die Figur aus dem Fass rausgucken. Nein, echt jetzt? Das ist echt so, ja, ich weiß nicht, ob sie das... Oh, zeig mal! Warte mal, ich weiß nicht, ob sie das schon mal geändert haben. Warte, ich guck mal kurz, Das ist ja echt armselig. Wo ist das Fass nochmal? Dicke Leute, also, unter Y und dann musst du sagen, wo du es hinsortiert hast. Ja, genau, ich sehe es gerade. Ja, Moment. Was? Hä? Was ist das? Sekunde, Fall. Du machst komische Dinge da, Sani. Also. Ah, okay. Ja. Oh, sie haben es geändert. Es war am Anfang so, da hast du immer so ein Stückchen rausgucken sehen.
Okay. Nee, du bist weg. Ah, super. Machst du da im Wasser, Gieselback? Ich mach nichts im Wasser. Ich wollte eigentlich noch eine Rakete abfeuern, aber das war nicht möglich. Ach, für die Grit. Ja, ist aber nicht möglich. Aber das könnten wir doch mit dem Ruderboot machen. Das Ruderboot hat eine Kanone? Ja, es das gibt neue Ruderboote mit Kanone. Ah, sehr gut. Aber wir haben das Ruderboot mit dem Schiff angezündet, oder? Nein, ja, aber das Ruderboot fällt dann ab. Ach so. Ach, das schwimmt ja unten noch, ja. Ui. Nur noch mal eine Frage. Wie kann ich diese Dinger auswählen? Ich finde in meinen Tastenbelegungen tatsächlich diese Neben Raketen. Der Angel, Tommy. Da musst du erst die Angel zücken. Nee, es immer ist, erst die Angel. Nee, wo sind die denn? Wo sind die irgendwo im Inventar? Die Raketen? Nee, oder? Sind nicht unter Wurfgegenstände. Wenn du, also es kommt eine, du musst, wenn du lädst, dann kannst du, glaube ich, R drücken. Das ist, glaube ich. Ja, dann lade ich aber eine Kanonenkugel. Ja, aber dann hast du keinen, dann hast du ich halt einfach zwei, keine mehr in der Tasche. In meinem Inventar, also gerade unten bei einem der Fässer war, zeigte es mir unter Inventar, dass ich zwei Raketen hätte. Aber. Ui, das ist ja sehr lustig, dass man da. Ui. Das macht ja Spaß. Vor allem, dass die Kanone, dass, wenn man da schießt, das Ruderboot wegtreibt. Warte, ja, das ist lustig. Ja. Ich mach nochmal einen neuen Song, wenn ihr mal aufhört. Ja, was denn? Warte. Hey. Schießt euch jetzt gegenseitig vom Boot? Okay? Ja, ja. Na gut. Na gut. Ich habe das Ruder. Also, Jolly Good Fellow. Ja. Ah, ist das romantisch mit dem brennenden Boot. Schiff. Nobody Candy, nein. Du brennst gleich nicht mehr. Nee, da geht's. Hab gehört. Du brennst? Anna. Ich glaube, wir brennen alle, schau. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ja. Super. Danke, Tommy. Gerne. Das war sehr lustig. Ich habe lange nicht mehr so gelacht. Ja. So. Oh, meine Quetschkommode. Der bohrt sich in der Nase und frisst gut, es. Dann habt alle noch einen schönen Abend. Ja. Vielen Dank für deine Teilnahme, Anna, und ja, dass du gerne. Immer noch so ruhig geblieben bist. Ich bin leicht verstört, aber das ist normal. Das ist, wenn es nur leicht ist, ist es okay. Ah. Bei einer mittleren, das geht noch. Bei einer schweren, da kannst du einfach Bescheid sagen. Dann kriegen wir auch noch dann hin. Kann der Alexander dich ja vielleicht irgendwie beraten. Teuer Geld, genau. Teuer Geld. Gut, dann habt einen schönen Abend alle. Auf Wiedersehen. Macht's gut. Auf Wiedersehen, lieber Chat. Ciao.